Salvete und Hallöchen, meine lieben Freunde. Willkommen zum heutigen Livestream, der siebte Livestream hier auf dem Kanal. Ich grüße euch. Bettina grüßt dich, Tati, Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Ich sehe schon, wir haben den Livestream noch nicht mal richtig angefangen und schon sind drei Magikbewertungen da. Vielen Dank. Vielen Dank, die Margit ist auch da. Grüße dich. Die Ramona, hallo. Ihr seid einfach die Besten. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, heute am Ostersamstag mit mir zusammen ein bisschen zu sticken. Ihr seht schon, wir machen heute Perlensticken. Liegt einfach daran, dass ich mein Kreuzstichprojekt ja jetzt auf dem anderen Rahmen habe und das nicht mit dem Livestream zusammen funktioniert. Da erzähle ich euch dann aber später was. In der zweiten Hälfte des heutigen Streams wollte ich da ein bisschen drüber sprechen, über das Thema Stickrahmen und Stickständer. Rosemarie, grüße dich. Michaela, hallo. Schön, dass ihr da seid. So. Ich hoffe, das funktioniert so. Doch, es scheint schon so zu funktionieren. Ja, einen wunderschönen Ostersamstag. Es ist ja ein herrliches Wetter, also zumindest bei uns. Gut, es könnte natürlich noch ein bisschen schöner sein. Es sind schon auch ein paar Wolken am Himmel. Aber an sich ist es ein sehr schönes Wetter. Ich war heute schon auf dem Balkon gesessen. Wir haben letzte Woche ein paar Blumen gekauft und haben also Balkon ist eigentlich nicht das richtige Wort. Es ist eigentlich mehr eine Dachterrasse. Haben die Dachterrasse ja aufgeräumt, bepflanzt. Mein Mann züchtet gerade noch ein paar neue Blumen in seinem, naja, wie sagt man denn zu diesem Ding, so eine Keimungsbox. Und da kommen also auch noch ein paar mehr Blumen dann auf die Dachterrasse. Und heute habe ich den Sonnenschirm, den wir letztes Jahr gekauft haben, habe ich aufgebaut und habe mich vor dem Stream, um 1 Uhr war das, habe ich mich schön auf die Dachterrasse gesetzt mit meinem Buch. Über das Buch werde ich euch vielleicht später auch noch was erzählen. Und hab gelesen und gerade schön war's. Grüß dich, Birgit. Schön, dass du da bist. So, was habt ihr denn so an Ostern vor? Schön, dass ihr Zeit habt, zwischen den Ostertagen mal hier bei mir im Stream vorbeizuschauen. Auch herzliche Grüße an alle, die den Stream nachgucken. Vielleicht am Ostersonntag oder am Ostermontag. Frohe Ostern an euch und ein herzlicher Gruß geht raus. Also ich habe gar nicht so viel vor am Ostern. Also gestern war ich spazieren. Da haben wir einen großen Spaziergang gemacht. Da war auch relativ schönes Wetter hier. Und heute streame ich ja mit euch zusammen. Heute Vormittag habe ich schon Let's Play aufgenommen für meinen anderen Kanal. Eine neue Folge oder beziehungsweise zwei neue Folgen zum Fallout Let's Play. Und morgen am Ostersonntag, da bin ich dann eingeladen bei meiner Schwiegeroma mittags zum Essen. Da kommen dann auch ein paar Verwandte. Ja, und dann schauen wir mal, wie es da läuft. Und am Ostermontag, da werde ich meine Steuer machen, weil ich ja auch ein bisschen selbstständig arbeite. Und da muss ich dann abrechnen. Das wollte ich schon lange mal machen, aber jetzt ist ja dann der März vorbei. Das heißt, das erste Quartal 2024 ist dann auch schon wieder vorbei. Und das ist die perfekte Zeit, dann sich auch mal um seine Steuer zu kümmern, die ich eigentlich schon längst fertig machen wollte. Genau, also Steuererklärung, Steuerabrechnung und so weiter, was halt alles so dazu gehört. Die meisten von euch kennen das ja wahrscheinlich, denke ich mal. So, Margit plant sticken, sticken, sticken und räumen. Was räumst du denn, Margit? Hast du da bestimmte Sachen, die du räumen möchtest? Bettina meint, in Karlsruhe sollte es 22 Grad geben und bisher regnet es nur. Ach du meine Güte, na, das ist natürlich schade. Vielleicht wird es noch besser. Ramona, nee, Rosemarie wird Perlen sticken. Okay, cool. Was für ein Projekt stickst du? Oder was hast du vor? Oder willst du verschiedene Projekte sticken? Das ist die falsche Perle. Die Perle, die sollte blau sein. Ich sollte doch hinschauen, wenn ich die Perle rausnehme. Ich schaue immer wieder auf den Chat, aber das ist vielleicht auch nicht so die beste Idee.
Michael, grüße dich, schön, dass du da bist. Dich wollte ich dann eh noch gleich was fragen. Ramona stickt auch, okay. Ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Weiß ich Bescheid? Ich weiß, also Margit hilft mir auf die Sprünge. Ich weiß nicht mehr, was du räumen wolltest. Deine Garne wolltest du aufräumen, glaube ich, oder? Die wolltest du sortieren. Dein Garnschrank, glaube ich. Das war's. Oder? Bin ich richtig? Martina, grüß dich. Ja, was wollte ich sagen? Ja, genau. Also Ostermontag wird bei mir die Steuer gemacht. Damit ich da auch endlich mal wieder up to date bin. Und ich wollte dann auch gleich das erste Quartal 2024 abrechnen. Ich mache das immer ganz gerne quartalsweise, dass ich quartalsweise abrechne, dass ich nicht am Ende vom Jahr so eine, ja, so eine ausführliche Abrechnung machen muss. Deswegen wollte ich dann einerseits das fehlende letzte Quartal 2023 abrechnen, also von Oktober bis Dezember, und dann die Steuererklärung machen und dann das Quartal 2000, das erste Quartal 2024 abrechnen. Naja, schauen wir mal, ob das so gut klappt. Jetzt reicht es aber von der Steuer. Das Atelier räumst du auf. Okay. Finde ich gut. Zurzeit läuft bei Sabine alles kreuz und quer. Perlen sticken, Kreuz sticken und Diamond Painting. Na, das ist doch nicht schlimm. Ist doch nicht schlimm, da ist wenigstens Abwechslung drin. Ich will ja auch sehr gerne dieses Perlenstickbild, an dem wir jetzt gerade zusammen arbeiten, gerne fertig bekommen. Deswegen ist es auch ein weiterer Grund, warum wir das jetzt gerade zusammen machen, damit da wieder noch ein paar Perlen draufkommen. Genau. Was wollte ich gerade erzählen? Ja, ich wollte erzählen, am Dienstag werde ich dann ein neues Video aufnehmen, und zwar zum Thema, also ein neues Stickvideo. Und da werde ich über den Urlaub erzählen. Mein Urlaub war schön, aber ich werde jetzt erstmal keine Details dazu erzählen. Ein bisschen was habe ich ja schon erzählt zum Thema Handys im Disneyland und so. Aber ich werde noch sehr viel mehr zum Disneyland dann erzählen im nächsten Stick und Plauder. Das will ich gerne am Dienstag aufnehmen. Und dafür, ja, das kommt dann am Freitag online. Beziehungsweise für die Mitglieder ab Stufe 2, ja dann schon. Nee, Entschuldigung, ab Stufe 3. Mitglieder ab Stufe 3, die. Nee, ab Stufe 2 war schon richtig. Also Mitglieder ab Stufe 2, die können es dann schon sehen, sobald ich es hochgeladen habe. Wahrscheinlich am Dienstag, schätze ich mal. Jetzt weiß ich nicht, ob ich in dem Video schon den Neustart mache oder ob ich in dem Video noch mit ein anderes Projekt sticke. Aber das andere Projekt müsste ich eigentlich auch herräumen. Weil, wie gesagt, mit meinem momentanen Kreuzstichprojekt kann ich eigentlich schlecht Videos aufnehmen. Ja, ich könnte es mal ausprobieren. Ich könnte es ausprobieren, wie das funktioniert mit der Kamera, die Kamera auf der anderen Seite. Naja, ausprobieren kann man es ja mal. Oder doch den Neustart. Ich weiß es noch nicht genau. Ihr werdet es dann sehen. Nächste Woche. Die Rosemarie stickt an einem Perlenbild von Nadja, das sie als nächstes mal beenden möchte. Welches Motiv, Rosemarie, hat dieses Perlenbild? Ich weiß, ich frage das immer mal wieder und ihr erzählt es mir immer mal wieder, aber bitte verzeiht, bei den ganzen Sachen, die ich im Kopf habe und bei den ganzen Leuten, mit denen ich übers Sticken rede, vergesse ich sowas einfach wieder. Es tut mir leid. Ja. Nehmt es nicht krumm, ich frage es immer wieder und ich freue mich, wenn ihr es immer wieder beantwortet. Desano, grüße dich. Servus an dich auch. So, Michael wollte ich was fragen. Genau. Michael, ich hoffe, du hörst zu. Also folgendes. Wenn man Mitglied hier im Kanal ist, hat man ja den Zugang zum Discord-Server. Und ich habe das eigentlich, oder ich habe es versucht, ich kenne mich da ja jetzt auch nicht so mega super aus, ich habe es versucht so einzustellen, dass das automatisch verknüpft ist. Jetzt ist aber keiner bisher, weder jemand, der bei mir bei Twitch Abonnent ist, noch jemand, der bei hier bei YouTube Mitglied ist, in meinem Discord-Server aufgetaucht. Jetzt wollte ich einfach mal, es ist auch gar nicht schlimm, ja, dass ihr da nicht auftaucht, das ist ja eure eigene Entscheidung. Ich wollte es nur mal nachfragen, an was das liegt. Also ob das daran liegt, dass ihr keine Einladung bekommt oder daran liegt, dass ihr kein Interesse habt, dem Discord beizutreten. Und deswegen wollte ich mal fragen, Michael, ob du eine Einladung bekommen hast zum Discord-Server vom Professor Fantasy. Wenn nein, muss ich mich nochmal damit beschäftigen, wie das genau funktioniert. Die Perle war falsch. Da muss ich nochmal nachjustieren.
wie das genau funktioniert mit diesem automatischen Discord-Geschichten. Ob ich dann trotzdem eine Einladung schicken muss, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich eine Einladung schicken muss, weil das wäre dann nicht automatisch, ne? Oder ich habe vergessen, irgendwas einzustellen. Vielleicht hätte ich noch irgendwas einstellen müssen. Bei euch kennt sich wahrscheinlich auch keiner mit Discord aus, den ich fragen könnte, ne? Übrigens, ich benutze hier zum Sticken eine 28er Sticknadel mit stumpfem Ende. Weil ich mag das nicht, mit diesem pieksigen Ende mich ständig selbst zu pieksen. Das nervt mich. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, ob ihr das auch kennt. Ach, Ball, bist du doch da. Du hast doch gemeint, das klappt nicht mit dem Livestream. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deinen sehr ausführlichen Kommentar. War sehr interessant. Das Bild heißt Innerlich ein Wolf. Oh, Innerlich ein Wolf. Das hört sich spannend an, Rosemarie. Kannst du kurz ein bisschen beschreiben, in 2, 3 Wörtern, was man da sehen kann? Also ich stelle es mir so vor, man sieht eine junge Frau, die irgendwie mit so einem Wolf, also da ist irgendein Wolf über ihr Bild drüber gelegt und das soll darstellen, dass es im Inneren der Frau eine Wolfsseele gibt. So stelle ich es mir gerade vor, aber es kann natürlich auch ganz anders ausschauen. Claudia, grüße dich, schön, dass du da bist. So, es sind jetzt hier gar nicht mehr so viele Reihen zu tun. Bei diesem Bild, das wir gerade zusammen sticken, bei diesem Perlenbild. Aber man muss dazu sagen, dass die Rundung ja jetzt sehr, sehr weit ist. Also die Rundung ist sehr, sehr lang. Also man braucht schon, ich hatte es in irgendeinem Video, habe ich es mal erzählt, ich habe es aber schon wieder vergessen, wie lang es genau war, aber es war lang. Weiß das noch jemand von euch, was ich da gesagt habe? War das eine Stunde pro Rundung oder 2 Stunden pro Rundung? Irgendwie sowas war es, ne? Ja, krass. Ich glaube, hier sind es jetzt noch 12. Ich kann es mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tatsächlich nur noch. Cool. 11 Rundungen, bis wir hier am Ende angelangt sind, an der Seite. Also es nähert sich einem Ende. Langsam. Es nähert sich langsam einem Ende. Es ist ein Frauengesicht mit einem Wolf davor. Okay, ja, dann habe ich mir ja ungefähr richtig vorgestellt. Ich glaube, du musst einen Einladungslink erstellen, oder? Ja, das weiß ich eben nicht, weil es sollte ja eigentlich automatisch gehen. Also jeder, der zum Beispiel bei Twitch Abonnent wird oder jeder, der bei YouTube Mitglied wird, sollte eigentlich automatisch schon einen Mitgliederlink geschickt bekommen. Und sobald er nicht mehr Abonnent bzw. Mitglied ist, sollte er eigentlich automatisch aus dem Discord wieder entfernt werden. So habe ich das zumindest verstanden. Aber das heißt ja nichts. Normalerweise würde ich dir recht geben, Desano, normalerweise müsste man einen Einladungslink erstellen und verschicken, per Hand. Aber genau das sollte ja übernommen werden von dem System. So habe ich es zumindest verstanden. Grüß dich, Mottemaus. Oder vollständig Mottemaus06. Schön, dass du da bist. Ich habe wieder mal eine Liste hier dabei, welche Themen ich mit euch sprechen will. Ihr dürft aber natürlich immer gerne alles Mögliche in den Chat schreiben, was euch so einfällt. Fragen an mich oder Kommentare zu irgendwas. Gerne her damit. Das erste auf der Liste ist ein merkwürdiger Brief, den ich von meiner Bank bekommen habe. Ich sage jetzt mal nicht, welche Bank das ist, aber es ist ungefähr ein Monat, bisschen länger inzwischen her, 1,5 Monate her, dass ich einen merkwürdigen Brief bekommen habe von meiner Bank. Und zwar beglückwünschen die mich, also ich blätter den Brief gerade mal auf, ihr seht es jetzt nicht, aber ich blätter ihn gerade auf. Die beglückwünschen mich erstmal, dass ich seit 40 Jahren Kunde bei dieser Bank bin. Und das hat mich ja doch ein bisschen gewundert, weil ich bin ja am 17. März, habe ich einen Geburtstag gehabt, also vor 2 Wochen, da bin ich 41 geworden. Und da ich ja erst 41 bin, in Anführungszeichen erst, wie soll ich denn da 40 Jahre bei dieser Bank Kunde sein? Aber dann ist mir eingefallen, meine Eltern und meine Großeltern haben damals ja schon Konten für mich angelegt, kurz nach meiner Geburt. Also passt es ja doch wiederum, dass ich 40 Jahre lang Kunde dort bin. Ja, also das passt. Das andere war doch ein bisschen sehr, sehr merkwürdig. Und zwar haben sie mir geschrieben, für meine Treue möchten sie mir gerne ein Geschenk geben. Und zwar möchten sie mir eine Flasche Chardonnay-Sekt-Brü
vom Feinkostkäfer möchten Sie mir gerne schenken. Da dachte ich zuerst, hey, holla, jetzt werden Sie aber spendabel, ne? Jetzt verschenken Sie schon Sektflaschen, cool. Aber dann kam der Pferdefuß in Anführungszeichen, weil dann stand da nämlich, um dieses Geschenk, also das Geschenk möchten Sie gerne persönlich übergeben. Und dafür soll ich doch gerne einen Termin ausmachen mit meinem Bankberater, wann es mir am besten passt. Und dann soll ich vorbeikommen. Und dann wusste ich, okay, krass, es geht gar nicht um den Sekt, es geht darum, dass Sie ein Gespräch mit mir haben wollen, ein Verkaufsgespräch. Es ist im Prinzip eine schnöde Werbung für ein Verkaufsgespräch. Und ich fand das schon ganz schön dreist. Ich fand das schon ganz schön frech. Das ist schon so ein bisschen auf Kaffeefahrtniveau, fand ich. Ne? Leute, so unbedarfte Leute denken, hui, wir fahren auf eine Kaffeefahrt, wir machen einen Ausflug in den Schwarzwald, wie schön. Und in Wirklichkeit wirst du zu so einem Gasthof gekarrt und musst dir dann mehrere Stunden lang so ein Verkaufsgespräch anhören und darfst dir irgendwelche Heizdecken kaufen. So ähnlich ist es hier auch. Dir wird eine Flasche Sekt versprochen und in Wirklichkeit geht es um ein Verkaufsgespräch in der Bankfiliale. Oder urteile ich hier zu streng? Sehe ich das zu streng? Schreibt gerne mal was dazu, was ihr davon haltet. Also ich finde es schon ein bisschen sehr dreist. Ich habe mich nicht gemeldet, ich verzichte gerne auf die Flasche Sekt. Ich brauche kein Verkaufsgespräch. Wenn ich ein Verkaufsgespräch brauche, wenn ich Tipps brauche von meiner Bank, dann melde ich mich schon. Da brauche ich jetzt nicht irgendwelche komischen halbseitenden Angebote. Also ich finde das schon echt ein bisschen sehr merkwürdig. So, grüße dich, Petra. Schön, dass du da bist. Sieglinde, danke für deine Einladung. Es ist schon mit der. Es ist schön mit dir Ziernähten. Ich sticke zurzeit ein Weihnachtslied von Luca. Ah ja. Luca kenne ich gar nicht. Muss man die kennen? Ist das eine Firma? Oder ist das, meinst du diesen Disney-Wild, dieses Disney, diesen Disney-Film Luca? Aber der Disney-Film Luca, da geht ja, glaube ich, um irgendwelche Meermenschen. Warum sollte denn da ein Weihnachtsbild sein? Also irgendwie macht das keinen Sinn. Ich schätze mal, es ist eine Firma, die ich nicht kenne. Wahrscheinlich. So, Michael schreibt, dass er nichts bekommen hat. Und das erklärt natürlich, warum keiner Mitglied geworden ist. Dann werde ich das mal als Post reinschreiben in Mitgliederbereich. Das ist aber dann blöd. Ich werde mich dann nochmal informieren, wie das genau ist mit dieser automatischen. Ja, eigentlich sollte da schon ein Link dann automatisch kommen. Es ist merkwürdig, es ist merkwürdig. Aber ich werde es versuchen herauszufinden. So, meiner Meinung nach fake. Ich bezweifle, dass es von der Bank kam. Doch, doch, das kam schon von der Bank. Das kam schon von der Bank tatsächlich, weil es ist ja auch die Adresse von der Bank und die Telefonnummer von der Bank und so alles drauf. Also es ist schon von der Bank und die sagen ja auch, ich soll dort anrufen. Also da sind ja keine irgendwelchen anderen Nummern drauf oder sowas, sondern ich soll ja hier bei der Bank anrufen, um dort einen Termin auszumachen. Also ich glaube schon, dass es von der Bank kam. Das bezweifle ich nicht, aber ich finde es trotzdem ein bisschen sehr merkwürdig. Petra findet es auch sehr unseriös. Ja, es ist aber eine große deutsche Bank, also wirklich eine sehr, sehr etablierte Bank. Es ist jetzt keine irgendwie komische Bank. Vielleicht wollen Sie dir auch einfach nur persönlich zum Jubiläum gratulieren. Man muss ja nicht immer Böses wittern. Ja, da hast du schon recht, Tati, aber ich finde es schon ein bisschen sehr merkwürdig. Weil dieses persönliche Gratulieren, das ist doch wirklich aus der Mode gekommen, oder? Ich meine, heutzutage gratulieren ja teilweise die Familienmitglieder untereinander nicht mal mehr persönlich. Da werden ja auch schon WhatsApps geschrieben, alles Gute zum Geburtstag, PS, Mutter ist gestorben oder irgendwie sowas. Ja, also das ist ja heutzutage, ist das ja schon fast normal. Das persönliche Gespräch stirbt ja immer mehr aus. Ja, das ist eine Firma, Luca, okay, dann habe ich es richtig verstanden. Ich habe zur 25-jährigen Zugehörigkeit bei meiner Bank per Post angeschenkt bekommen. Ja, das wäre natürlich auch angebracht gewesen. Was ein Piccolo, Nudeln und Gewürze. Ja, das ist ja cool. Das ist ja ziemlich cool. Ich werde dauernd angerufen. Ja, ich werde auch ständig genervt. Also ich werde jetzt von meiner Bank selber, also wo ich mein Girokonto habe, werde ich jetzt nicht so oft genervt tatsächlich. Aber von irgendwelchen Kreditinstituten. Ne? Targo Bank und wie heißen denn die alle? Ja, diese ganzen Kreditinstitute, die es da so gibt, die schreiben mir wirklich fast wöchentlich. Die schreiben mir fast wöchentlich einen Brief, ob ich nicht einen Kredit abschließen will. Das ist so nervig.
Ich sag's euch, das ist echt nervig. Dankeschön, Claudia, für die Geburtstagsgrüße, für die Geburtstagswünsche. 41 ist schon harter Tobak, du. Ich fühle mich echt alt. Ich weiß, einige von euch sind schon älter als ich. Die lachen drüber, die sagen, 41 ist doch jung. Aber ich fühle mich trotzdem ziemlich alt. Muss ich einfach sagen. So, da kommt ein Vierer hin. Dankeschön, Petra. Danke, Martina. Ach ja. Ja, dieses Bankgeschäft ist wirklich inzwischen ein bisschen komisch geworden. Also selbst die Bankberater, die festangestellt sind bei der Bank, ich glaube, die werden inzwischen auch nach Provision bezahlt. Und es ist wirklich inzwischen üblich, dass die Leute regelrecht gegängelt werden, da so einen Termin auszumachen und dann irgendwelche Sachen da abzuschließen. Also ich finde das schon grenzwertig, muss ich wirklich sagen. Grüß dich, Martina, also die andere Martina. Die Martina, die ohne Nachnamen angemeldet ist. Hallöle! Ja, dann wollte ich mit euch sprechen. Das, ich weiß nicht, hatte ich. Nee, da hatte ich noch nicht drüber gesprochen, oder? In meinem Stick mit mir. Da hatte ich, glaube ich, im Stick mit mir nicht drüber gesprochen. Wenn ja, dann unterbrecht mich gerne und sagt, dass ich schon erzählt habe. Danke für die Glückwünsche. Hast du vergessen, Margit? Das ist doch gar nicht schlimm. Ich weiß ja auch nicht, wann du Geburtstag hast. Bin ich ganz ehrlich. Woher denn auch? Was wollte ich sagen? Ah ja, genau. Ich habe mir einen Lifetime-Zugang von Rosetta Stone gegönnt. Ich glaube, da habe ich noch nicht drüber geredet. Ich glaube, das war in der Fantasy-Taverne, wo ich drüber geredet habe. Bei euch habe ich noch nicht drüber geredet. Wer nicht weiß, was Rosetta Stone ist, ich erkläre es kurz. Das ist eine Software zum Sprachenlernen. Und zwar kann man da sehr, sehr viele verschiedene Sprachen lernen. Ich glaube, inzwischen haben sie 16 verschiedene Sprachen im Angebot. Und das ist ein Online-Verfahren. Und die machen das so, dass sie im Prinzip eine Immersion, also eine Immersionsmethode anwenden wollen. In der Idee ist es, du lernst die Sprache so, wie du damals als Baby deine eigene Muttersprache gelernt hast, indem du einfach zuhörst und über Trial and Error versuchst, es nachzumachen. Das bedeutet, du bekommst Bilder, zum Beispiel 4 Bilder, und auf diesen 4 Bildern sind verschiedene Sachen drauf. Sagen wir zum Beispiel mal eine Katze, ein Hund, ein Ball und eine Sonne. Sagen wir jetzt einfach mal, ne? Und dann kommt eine Stimme und die sagt Le Soleil. Und dann sollst du die Sonne anklicken, weil Le Soleil heißt Sonne auf Französisch. Dann klickst du die Sonne an und wenn du es richtig machst, dann kommt halt so ein Babam, so ein Bestätigungston. Und wenn du es falsch machst, kommt halt so ein Babam, so ein Fehlerton. Und dann kommt halt Le Chien, der Hund und so. Also da geht es halt dann immer so weiter. Und da lernt man natürlich nicht nur die Vokabeln, sondern man lernt auch Grammatik. Also es wird halt versucht, auch die Grammatik richtig beizubringen. Ja, ich lerne gerade mal wieder Französisch oder ich beschäftige mich gerade mal wieder mit der Sprache Französisch, weil ich war ja jetzt auch in Frankreich. Ich spreche ja schon Französisch, aber es ist immer schön, wenn man die Sprache nochmal auffrischen kann oder wenn man sie nochmal vertiefen kann. Ja, das sind alles Möglichkeiten. Es sind, wie gesagt, 16 Sprachen. Ich werde mich wahrscheinlich als nächstes mal an Spanisch wagen. Was ich sehr gerne lernen würde, wäre Norwegisch, aber Norwegisch gibt es nicht. Es gibt nur Schwedisch. Schwedisch wäre vielleicht auch noch eine Idee, was ich lernen könnte. Also dieser Lifetime-Zugang, den ich jetzt gekauft habe, ich habe es noch gar nicht erzählt, ne? Normalerweise kostet es so um die, ich glaube, so 40 Euro für 3 Monate oder sowas. Also es ist relativ teuer. Und dann gibt es auch einen Jahreszugang, der kostet dann, glaube ich, irgendwie 120 Euro oder irgendwie so. Ich weiß, die Preise sind leider nicht ganz auswendig. Auf jeden Fall gibt es den Lifetime-Zugang und der gilt ein Leben lang, deswegen Lifetime-Zugang, und der gilt für alle Sprachen. Für alle Sprachen, die es gibt, also die es bei Rosetta Stone gibt. Und da gab es jetzt ein 50% Angebot, sodass das, normalerweise kostet es, glaube ich, 320 Euro oder so, oder 360 Euro, dieser lebenslange Zugang. Und der hat jetzt 180 Euro gekostet und ich und mein Mann haben gesagt, jawohl, komm, das machen wir jetzt einfach mal und haben da zugeschlagen und haben jetzt diesen lebenslangen Zugang zu Rosetta Stone. Und also ich finde das System cool, auch wenn es jetzt nicht optimal ist. Und ja, es gibt vielleicht bessere Arten, Sprachen zu lernen. Aber es macht auf jeden Fall Spaß und man kann in so eine Sprache so ein bisschen reinschnuppern und die wichtigsten Sachen lernen.
Ich habe das damals für Neugriechisch gemacht und als ich dann 2018, glaube ich, war, das in Griechenland war, konnte ich mich auch ein bisschen unterhalten. Also da war, also Dankeschön sagen und Bitteschön sagen ist eh klar, aber da war auch, da konnte ich dann zum Beispiel auch Handtücher bestellen an der Strandbar. Ja, und dann konnte ich, da haben wir nämlich einen Ausflug gemacht, mein Mann und ich. Wir waren dort zu unserem Hochzeitstag, das war unser vierter Hochzeitstag, muss das gewesen sein eigentlich, ja. Da waren wir dort in Griechenland und da haben wir einen Ausflug gemacht zu Fuß zu so einer Burg. Und ich habe zuerst, oder wir haben zuerst nicht gefunden, wie man zu Fuß zu dieser Burg nach oben läuft. Und dann hab ich nachgefragt oder hab so eine Familie gefragt, die dort gewohnt hat, wie man zu dieser Burg kommt. Und ja, zuerst habe ich gefragt, ob sie Englisch sprechen, aber da hat keiner Englisch gesprochen, leider. Und dann habe ich es auf Griechisch probiert. Und ich konnte mich tatsächlich mit ihnen unterhalten. Also zumindest ganz grob konnte ich fragen, wie man zu der Burg kommt. Und ich habe auch verstanden, was sie mir geschildert haben. Also so ganz grob hat das schon funktioniert. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, ich hätte fragen sollen, ob sie Deutsch sprechen, weil Deutsch hätten sie vielleicht sogar gesprochen. Weil sehr viele Leute in Griechenland sprechen Deutsch. Einerseits, weil sie es in der Schule lernen und andererseits, weil es oft auch sogar Leute sind, die in Deutschland gelebt haben. Und dann dort sehr, sehr gut Deutsch sprechen. Wir sind dann nämlich zum Beispiel mit dem Taxi zurückgefahren von der Burg ins Hotel. Und unser Taxifahrer hat perfekt Deutsch gesprochen, weil der nämlich in der Nähe von Stuttgart gelebt hat und gearbeitet hat. 40 Jahre lang oder so. Und jetzt ist er in Griechenland und fährt Taxi. In seiner Rente sozusagen. Einen Monat und 15 Tage eher als ich. Okay, dann weiß ich Bescheid, Margit. Aber ich verspreche dir nicht, ob ich es mir merken kann. Danke noch für die anderen Grüße, Geburtstagswünsche von euch. Dankeschön. So, jetzt habe ich eine Perle verloren und irgendwie finde ich sie nicht mehr. Aber egal, ich nehme die nächste. Ja, dann habe ich meinen Papa mal wieder getroffen. Ist aber inzwischen auch schon ewig her. Also ich mache mir ja immer diese Liste für den Livestream mit Themen für den Livestream. Und dann kann es natürlich sein, dass es teilweise einen Monat schon her ist oder fast einen Monat her ist, dass die Sachen passiert sind. Aber ist ja nicht so schlimm, oder? Wenn die Sachen nicht brandaktuell sind. Ihr nehmt es mir ja bestimmt nicht übel. Ich habe mich mit meinem Papa getroffen zum Essen und mit meiner Stiefmutter, also seiner Frau, die ja schon seit, ich glaube, seit 1992 oder sowas verheiratet sind, also schon ewig. Meine Mutter und mein Vater haben sich, glaube ich, 1987 oder so getrennt. Oder 1986 sogar schon. Also schon ewig, ja. Und ja, wir waren beim Essen und was ich euch erzählen wollte ist, ich habe da mal wieder richtig, also wir waren in so einem bayerischen Lokal und dann konnte man mal wieder so richtig schön bayerisch essen. Das fand ich wunderbar. Jetzt muss ich nur gucken, weil da kommt eine Perle von einer anderen Farbe zwischen rein. Okay, also auch schwarz, aber das echte Schwarz. Passt auf, ich habe da mal wieder eine Haxe gegessen. Eine Schweinshaxen mit Knödel und Blaukraut, glaube ich, gab es dazu. War lecker. Ich esse sowas ja sehr selten. Erstmal, weil es ja sehr fett ist. Und zweitens, weil ich nicht gerne Gerichte esse, wo irgendein Knochen oder sowas dabei ist. Weil mich das zu sehr daran erinnert, dass es ja mal ein Tier war. Und ich da nicht so, also mir vergeht da so ein bisschen der Appetit, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin da ein Mimöschen. Ich bin da ein bisschen empfindlich. Was ist denn bei euch euer liebstes bayerisches Essen, das ihr selten zu Hause esst, sondern immer wenn dann im Restaurant? Es muss nicht unbedingt bayerisch sein, sagen wir mal regional. Euer liebstes regionales Essen, wenn ihr nicht aus Bayern kommt, dann könnt ihr natürlich auch gerne was schreiben. Euer liebstes regionales Essen, das ihr euch ab und zu mal im Restaurant bestellt, weil es entweder zu aufwendig ist oder ihr das nicht hinbekommt, das zu Hause zu machen. Das würde mich mal interessieren. Ramona hat 40-jähriges Ehejubiläum dieses Jahr. Darf man schon Glückwünsche sagen? Naja. Cool auf jeden Fall, Ramona. Ich zitiere einfach mal Antje. Cool. Ja, diese Haxe war auf jeden Fall sehr lecker, die ich da gegessen habe. War viel, ja, aber war auch lecker. Auf der Rückfahrt sind wir dann über die Autobahn gefahren und da sind wir an der Allianz Arena vorbeigefahren. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Also wenn ihr in München wohnt, kennt ihr die wahrscheinlich eh. Die Allianz Arena ist im Prinzip das neue, also in Anführungszeichen neue, inzwischen ist es auch nicht mehr so neu, das neue Fußballstadion, wo der FC Bayern seine Spiele austrägt und wo dann auch immer bei der WM oder EM, demnächst ist ja EM,
oder? Ist nicht bei uns in Deutschland sogar EM? Ich glaube schon. Wo werden bei so Fußballveranstaltungen, die dann dort stattfinden, also die Allianz Arena, die kann man auch in verschiedenen Farben dann anleuchten und so. Und da sind wir vorbeigefahren auf der Autobahn und ich muss sagen, es war mega Stau dort an den Ausfahrten, weil echt viele Leute offensichtlich mit dem Auto zur Allianz Arena fahren. Ich verstehe das gar nicht, weil da fährt eine U-Bahn hin. Warum fahren die Leute nicht mit der U-Bahn dorthin? Also da waren wirklich Staus, wo man sich denkt, da stehen die Leute bestimmt eine Stunde, bis sie da mal weiterkommen. Richtig krass. Also ich würde es mir nicht, also ich würde es mir versuchen zu sparen irgendwie. Mich da irgendwie eine Stunde in den Stau zu stellen, hätte ich irgendwie gar keine Lust drauf. Weil so toll ist es jetzt auch wieder nicht, mit dem Auto dahin zu fahren, denke ich. So praktisch, weil es doch relativ weit außerhalb von München ist. Im September erst. Okay, Ramona, verstehe. Ich habe auch im September. Am 17. September habe ich Hochzeitstag. Claudia war noch nie bayerisch essen, aber sie mag auch gern Haxen. Ja, ich glaube, bei den Preisen, sage ich jetzt mal, also bei den Nicht-Bayern, da isst man ja eher sowas, das nennt sich, glaube ich, Eisbein, ne? Das ist ja auch sowas Ähnliches wie eine Schweinshaxe. Also es ist ja eine Schweinshaxe, bloß anders hergemacht. Ich glaube, nicht gegrillt, sondern irgendwie gekocht oder so. Ich weiß gar nicht. Petra liebt Schweinebraten. Gibt es oft daheim im Restaurant. Überlegt sie gerade. Ja, überleg mal. Ramona er mag die bayerische Küche nicht, aber sie liebt die Thüringer Klöße. Was gibt es denn da dazu, Ramona, zu den Thüringer Klößen? Was isst du denn da gerne dazu? Also bei uns in Bayern isst man ja auch ganz gerne mal Semmelknödel mit Pilzsoße. Das also für die Leute, die kein Fleisch möchten. Die Rubinhochzeit nennt man das bei 40 Jahren. Okay, krass. Ja, 40 Jahre ist schon eine Zeit. Da muss man schon wirklich sagen, Hut ab. Also ich habe dieses Jahr ja 10-jähriges Hochzeitsjubiläum. Was ist das dann, die hölzerne Hochzeit? Die Aluminiumhochzeit, ich weiß es nicht. Also ich weiß nur, Silberhochzeit ist ja 25 und Goldenhochzeit ist, glaube ich, 50, ne? Und 70 Jahre ist, glaube ich, Diamantenhochzeit. Aber das werden die wenigsten erleben, die Diamantenhochzeit. Zumindest nicht als Paar. Einer der beiden vielleicht ja, aber als Paar eher unwahrscheinlich. Ich glaube, die Queen hat es geschafft, ne? Die Königin Elisabeth. 65 ist Diamant, okay. Schweinebraten und Rotkohl. Okay, gibt es einen Knödel dazu? Ja, hört sich doch gut an. Aber es ist ja auch bayerisch im Prinzip, Ramona, weil da gibt es ja auch Schweinebraten. Also so viel Unterschied ist da, glaube ich, gar nicht. Oder? Denke ich mal. Petersilienhochzeit hat Motte Maus. Ist das nicht das zweite? Die Petersilienhochzeit? Weiß ich gar nicht. Oder ist das die siebeneinhalbte? Es gibt, glaube ich, auch bei 7,5 Jahren gibt es, glaube ich, auch irgendwas. Antje wohnt in Smölln in Thüringen und bei uns in Smölln wurde der Mutzbraten erfunden. Den isst man mit Brot und Sauerkraut. Ja, jetzt erzähle ich dir was, Antje. Ich war ja in Leipzig, ne? Zur Leipziger Buchmesse. Da war ich, glaube ich, sogar schon zweimal. Und dann habe ich eine Freundin gefragt, die aus dem Osten ist. Habe ich gefragt, pass mal auf, was ist denn eine Spezialität in Leipzig? Was sollte man denn auf jeden Fall in Leipzig essen? Was ist eine regionale Spezialität? Und dann hat die Freundin zu mir gesagt, Mutzbraten. Und dann war ich in Leipzig und habe in allen möglichen Läden nachgefragt und wollte Mutzbraten haben, wollte Mutzbraten essen, gab es nicht. Gab es nicht. Und das Schlimme ist, die meisten Leute wussten noch nicht mal, von was ich überhaupt rede. Die wussten überhaupt nicht, was es überhaupt sein soll. Fand ich irgendwie blöd. Entweder war ich da total schief gewickelt und ein Mutzbraten ist überhaupt nichts Leipzigerisches. Oder das gibt es da gar nicht so wirklich. Ich weiß ja nicht, wie weit dieses Smölln von Leipzig weg ist. Da habe ich natürlich keine Ahnung. Ich meine, Thüringen ist ja nicht so weit weg von Leipzig, oder? Habe ich jetzt so, also in meinem Geografiekenntnis ist das gar nicht so weit voneinander weg. Aber ich kann mich auch täuschen. Korrigiert mich gerne. Claudia meint, 70 Jahre ist Platinhochzeit und 12,5 Jahre sind die Petersilienhochzeit. Aha, okay. Also sozusagen die halbe Silberhochzeit. Verstehe.
Ja, meine Petersilienhochzeit habe ich ja dann an meinem Geburtstag, weil ich ja am 17. September Hochzeitstag habe, ist natürlich automatisch der 17. März genau die andere Hälfte. Michael ist auch gerne Haxe. Schäuwele. Oh ja, Schäuwele ist auch gut. Habe ich auch schon gegessen, als ich in Franken war. Ich war in der fränkischen Schweiz. Sehr schön dort. Da gab es auch Schäuwele mit Kloß. Mutzbraten ist aus Smölln, hast doch Antje gehört? Ja, ich weiß schon, aber das heißt ja auch nichts. Weißwurst gibt es ja auch in München und es stammt auch aus München, aber deswegen isst man in Augsburg genauso Weißwurst. Also das ist nichts, das heißt nichts und das Croissant ist auch in Wien erfunden worden und trotzdem isst man es in Frankreich. Also das heißt nicht unbedingt was. Ich wollte ja eine sächsische bzw. eine ostdeutsche Spezialität wissen. Das musste ja nicht unbedingt eine Leipziger Spezialität sein, sondern eine ostdeutsche Spezialität, schrägstrich eine sächsische Spezialität. Das hatte ich ja eigentlich eher gefragt. Und da kam der Mutzbraten auf. Aber den habe ich in Leipzig nicht bekommen, den Mutzbraten. Keine Ahnung. Martina kriegt Hunger. Ja. Ah, Melanie, grüße dich. Schön, dass du da bist. Schäufele ist im Prinzip eine Schweineschulter, die gebraten ist, also so bratenartig gemacht ist. Schmeckt recht lecker. So ähnlich wie Schweinshaxen, nur halt die Schulter vom Schwein. Und deswegen Schäufele, weil da diese Schulterschaufel, wie nennt man die denn? Clavicula, nee, Clavicula ist das Schlüsselbein. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Dieses Schulterblatt. Schulterblatt, glaube ich, heißt auf Deutsch. Deswegen Schäufele. Oder bin ich jetzt falsch gewickelt? Wenn Franken hier sind, korrigiert mich bitte. Schmölln ist etwa eine Stunde von Leipzig entfernt. Naja, sage ich doch, ist nicht so weit. Weißwurst Münchner Art. Genau, so schaut's aus. Weißwurst habe ich auch schon ewig lang nicht mehr gegessen. Ich mache ja Diät seit, also beziehungsweise eine Ernährungsumstellung seit 2.1. Da ist natürlich eine Weißwurst jetzt nicht unbedingt drin. Aber ich sollte vielleicht demnächst mal wieder eine essen. Mutzbraten ist ein Stück Schweinefleisch, 250 Gramm. Der wird mit verschiedenen Gewürzen gewürzt und dann circa 3 Stunden auf einem Mutzbratengrill gemacht. Unter den Grill darf nur echtes Buchenholz. Es hört sich lecker an. Antje, hört sich sehr lecker an. Oder Birkenholz? Naja, ist egal. Nur echtes XY-Holz halt. Wir müssen es ja nicht machen, Antje, wir müssen es ja nur verkosten. Scapula heißt es auf Latein. Ja, richtig, Margit, du hast absolut recht. Die Scapula, das Schulterblatt, das müsste eigentlich das Schäufele sein, wenn ich mich nicht vertue. Aber wenn wir gerade schon von meiner Ernährungsumstellung reden, wie läuft es bei mir beim Abnehmen? Es läuft gut. Ich habe es extra aufgeschlagen, neben mich gelegt, damit ich es euch erzählen kann. Also bevor ich im Urlaub gefahren bin, da hatte ich 135 Kilo. Genau, also vor dem Urlaub habe ich abgenommen auf 135 Kilo. Und jetzt denkt man sich natürlich, oh, jetzt war der Professor eine Woche lang im Urlaub. Danach war er wahrscheinlich wieder aufgeschwemmt wie so ein Michelin-Mann und hat gar nicht mehr in seinen Schreibtischstuhl gepasst. Aber so schlimm war es dann jetzt auch wieder nicht. Ja, also Birgit schreibt schon Currywurst mit Pommes. Ja, die gab es nicht. Aber natürlich gab es im Urlaub auch mal ein paar Leckereien, die es sonst nicht gibt. Und besonders toll im Disneyland sind die Nachspeisenbuffets. Also wir waren in verschiedenen Restaurants. Ich erzähle darüber dann im nächsten Stick und Plaudern. Aber die Nachspeisenbuffets sind jedes Mal richtig mega toll. Und ich kann wirklich sagen, ich habe mich dort überfressen. Das muss man einfach so sagen. Ich habe mich dort überfressen an Nachspeisen. Ja, ich musste dann sogar ein Stück leckeren Cheesecake noch auf meinem Teller liegen lassen, weil ich wusste genau, wenn ich diesen Cheesecake noch esse, dann ist es too much. Ja, dann ist es too much. Okay, wie viel hatte ich nach dem Urlaub? Tatsächlich habe ich gar nicht so viel zugenommen. Nach dem Urlaub hatte ich 139 Kilo. Also ich habe 4 Kilo zugenommen. Das ist natürlich jetzt auch nicht wenig, aber es ist jetzt auch nicht so viel, wie ich befürchtet hatte. Und dann hatte ich erst mal 2 Tage wieder normales Programm nach meinem Urlaub und am Montag letzte Woche, da habe ich dann angefangen wieder mit einer Saftkur, die habe ich 5 Tage lang gemacht, zu der erzähle ich auch gleich noch ein bisschen was, weil es da doch Unklarheiten in den Kommentaren gab.
Und gestern hat die Saftkur aufgehört und jetzt wiege ich 133 Kilo, ein bisschen weniger. Also die Saftkur hat mir um die 3 Kilo gebracht. Ja, 3 Kilo habe ich da ungefähr abgenommen in der Saftkur. Finde ich cool, hat gut funktioniert, ich bin zufrieden. Es soll ja nicht zu schnell gehen, weil wenn man zu schnell abnimmt, das ist es absolut ungesund. Und ja, heute ist wieder ganz normales Programm und morgen ist ein Ausnahmetag, weil morgen bin ich ja am Ostersonntag eingeladen bei meiner Schwiegeroma zum Essen und da ist natürlich ein Ausnahmetag. Ist klar. So, die Saftkur. Ja, weil jemand hat in die Kommentare reingeschrieben, Saft ist ungesund und enthält zu viel Zucker und so weiter. Ich kaufe ja nicht einfach irgendeinen Saft im Supermarkt und hau mir den dann rein, sondern diese Saftkur, die ich mache, die ist ja von einer bestimmten Firma. Ich habe die ja auch schon genannt, die heißt vom Achterhof. Die Saftkur, die ich zwischendrin mal gemacht habe, mit der war ich nicht so zufrieden, deswegen nenne ich den Namen von dieser anderen Firma mal nicht. Aber die Saftkur, da bin ich sehr zufrieden. Also die Firma ist vom Achterhof. Und das sind ganz spezielle Säfte. Das sind so Saftmischungen mit verschiedenen Säften. Da sind Fruchtsäfte drin, aber eben auch Gemüsesäfte und auch Kräuterextrakte. Also zum Beispiel Spinat, Petersilie, verschiedenste Sachen. Lavendel ist zum Beispiel auch in einem drin, Zimt. Ja, verschiedene Sachen. Curry, nicht Curry, Entschuldigung, Chili wollte ich sagen. Also es ist keine Zuckerbombe, es ist nicht einfach nur ein halber Liter Apfelsaft, den man sich da reinpfeift, ja, sondern es ist eine ausgewogene, durchdachte Saftkur. Das wollte ich nur noch mal sagen dazu, ja, falls es da Missverständnisse gab. So. Schweinebraten? Das nennt sich bei uns Schweinebraten, na, Schwenkbraten, Entschuldigung. Die Rosemarie, ich hab's falsch gelesen. Schwenkbraten heißt es, okay. Weißwürst gab es heute in der Arbeit, hat der Chef spendiert. Oh, cool. Petra, ja, das ist doch schön. Ja, als kleines Dankeschön, dass ihr euch am Ostersamstag in die Arbeit bewegen müsst, ne? Das ist doch cool. Das ist doch nett von eurem Chef, Petra. Finde ich gut. Schäufele ist geräuchert. Oh, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre auch gebraten. Oder gegrillt. Schäufele mit Sauerkraut gibt es in Schwaben. Ah, Schäufele mit Sauerkraut gibt es in Schwaben. Okay. Ich glaube, in Franken, wo ich war, in der Fränkischen Schweiz, da gab es auch Sauerkraut dazu. Wenn ich mich nicht täusche. Da gab es, glaube ich, einen Kartoffelknödel dazu. Also die sagen ja Kloß, Kartoffelkloß. Und Sauerkraut, glaube ich, gab es dazu. Wenn ich mich nicht täusche. Melanie hat sich tatsächlich gestern auch eine Saftkur gekauft. Hat auch ein paar Kilo zu viel und ich bin gespannt, wie ich damit klarkomme. Oh cool. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg, Melanie. Hast du dir auch die Saftkur vom Achterhof bestellt? Und hast du dir die 3 Tage, die 5 Tage oder die 7 Tage Saftkur bestellt? Das würde mich mal interessieren. Und hast du dir die Saftkur oder die Kräuterkur bestellt? Es gibt nämlich auch noch die Kräuterkur. Die Kräuterkur ist wirklich für die Hartgesottenen, weil da ist noch weniger Kalorien. Diese Saftkur, ich habe es mal ausgerechnet, hat so ungefähr 600 Kalorien am Tag. Das bedeutet, wenn man eine durchschnittlich gewachsene Person ist, die so ungefähr 2000 Kalorien pro Tag verbraucht, hat man ein Defizit von 1400 Kalorien am Tag. Das sind ungefähr 200 Gramm Fett. Also man kann da ungefähr 200 Gramm Fett verlieren mit so einer Saftkur am Tag. Also 5 Tage Saftkur ist ungefähr so ein Kilo Fett. So ungefähr, ja. Also ich komme mit der Saftkur interessanterweise sehr gut zurecht. Ich bin ja leider fresssüchtig. Ich weiß nicht, ob ich dir schon mal darüber erzählt habe. Also ich bin tatsächlich esssüchtig, Leute. Vom Achterhof tatsächlich. Okay, 5 Tage Saftkur. Ich habe es nicht so mit den Kräutern. Okay. Ja, ich bin gespannt, wie es dir schmeckt, Melanie. Berichte gerne im nächsten Mitglieder-Livestream drüber. Das würde mich mal interessieren. Weil bis dahin hast du es ja wahrscheinlich dann schon ausprobiert, denke ich mal. Und dann liest es auch nicht jeder mit, sondern das bleibt dann so ein bisschen unter uns. Ist doch auch ganz nett. Wer sich fragen sollte, warum neben Melanie und Michaels Namen so ein komisches Zeichen ist, die beiden sind Mitglieder auf dem Kanal und die bekommen dann so ein kleines Mitgliederzeichen und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es so, dass ihr Name in einer anderen Farbe ist, damit der YouTuber sofort sieht, welcher Kommentar von Mitgliedern kommt und welcher Kommentar von Nicht-Mitgliedern kommt. Also falls ihr es euch gefragt habt, was das soll. Oder wie die das hinbekommen haben, dass da so ein komisches Zeichen neben ihrem Namen ist. Margit ist auch fresssüchtig, aber Frustfresser. Ja, Frustfresser bin ich auch zusätzlich noch, aber also ich bin wirklich fresssüchtig im Sinne von, wenn ich nicht fressen darf,
Also im Sinne von wirklich mal 3, 4 Burger am Stück reinfressen, bis ich platze, ja, dann bekomme ich tatsächlich psychische Probleme, also wirklich Depressionen teilweise, Angstzustände und so weiter. Ich weiß es und ich versuche damit umzugehen. Und mit meiner jetzigen Ernährungsumstellung klappt das auch ganz gut, weil mit meiner jetzigen Ernährungsumstellung weiß ich genau, was ich essen darf. Ich esse vormittags immer eine Schale Haferflocken, mittags mache ich mir einen Trink, einen Molketrink. Heutzutage sagt man einen Eiweißdrink oder einen Whey-Drink oder sowas. Und abends mache ich mir ein Gericht. Ein Fertiggericht mit einer ganz bestimmten Menge. Und dann weiß ich, dass ich immer mal wieder Fresstage habe zwischendrin. Ja, das weiß ich. Aber es ist wirklich so, wie manche Leute süchtig nach gewissen Substanzen sind, wie alkoholsüchtig oder heroinsüchtig oder sowas, oder andere Leute zum Beispiel kaufsüchtig sind oder so, gibt es eben auch die Fresssucht. Und bei mir ist es wirklich so, dass sich meine Gedanken ganz, ganz oft ums Essen drehen. Die erste Frage, die ich die Leute frage, ist: Was hast du heute gegessen? Oder was hast du dort und dort gegessen? Was gab es zu essen? Also, ich beschäftige mich extrem viel mit dem Essen. Und ich merke einfach, wenn ich nichts zu essen kriege oder nicht das, was ich brauche oder was ich denke, dass ich brauche, dass ich da wirklich Probleme kriege. Ja, und also es ist wirklich so ähnlich wie eine Heroinsucht. Natürlich ist es nicht direkt zu vergleichen, aber es ist wirklich ähnlich. Es ist echt krass. Es ist echt krass und es ist auch vergleichbar, deshalb, weil es auch körperliche Probleme hat. Also ich hatte ja teilweise über 150 Kilo, fast schon 160 Kilo. Und das sind körperliche Probleme, die nicht mehr lustig sind und die jetzt noch weniger schlimm sind, weil ich noch nicht ganz so alt bin. Die aber natürlich immer gravierender werden, je älter man wird, ist ja ganz klar. Ja, Margit, da unterhalten wir uns nochmal in Ruhe drüber, wenn wir uns mal wieder treffen, würde ich vorschlagen, oder? Ja, die ist sticksüchtig. Ja. Das ist eine gute Sucht, Antje, weil die hat wenig körperliche Beeinträchtigungen, außer vielleicht Rückenschmerzen. Oder blutige Finger. Nee, mein Mann tatsächlich hat es nicht das Problem. Bei mir kam das auch zusätzlich noch, weil ich habe früher geraucht. Und seit ich aufgehört habe zu rauchen, das ist schon ewig her, hat sich das bei mir noch verstärkt. Weil es ist ja be ein bekanntes Phänomen, dass Nikotin auf das Hungergefühl wirkt. Und viele Raucher, statt zu essen, einfach eine Zigarette rauchen und dann das Hungergefühl dadurch dämpfen. Das gibt's ja. Und wenn man nicht mehr raucht oder Ex-Raucher ist, dann verstärkt sich dieses Hungergefühl. Also das kennt man ja, wenn viele Leute, die aufhören zu rauchen, die werden ja dann dick, die nehmen ja zu, weil sie statt rauchen dann auf einmal essen. Also das ist so ein Effekt, der noch bei mir tatsächlich dann dazugekommen ist. Ah, deswegen ist sie auch an der letzten Seite vom Pusteblumen-Igelbild. Ja, da sage ich schon mal Glückwunsch, Antje, und viel Spaß bei deinem Endspurt. Das hört sich ja schon mal cool an. Wunderbar. Ramon hängt auch an der Nadel. Sehr gut. Ja, Melanie hat es auch ein ähnliches Problem, ne? Ich glaube, das haben ganz viele Leute. Aber bei mir ist es wirklich psychisch krank. Also ich muss wirklich sagen, es ist sowas wie Kleptomanie oder also so wirklich so eine psychische Störung bei mir inzwischen. Also es ist wirklich eine Essstörung. Das muss man wirklich sagen. Es ist nicht nur so, dass ich gerne esse und zu viel esse, sondern es ist eine psychische Störung. Sowas wie Magersucht, nur andersrum. Fettsucht, ja. Ist einfach so. Man muss dazu stehen, also ich stehe dazu, ich finde es auch gar nicht schlimm, ich hoffe, ihr verurteilt mich deshalb jetzt nicht. Ich stehe dazu und ich finde es auch, ja, es ist natürlich nicht schön, ja klar. Ich fände es besser, wenn es nicht so wäre, aber wenn man weiß, dass es so ist, dann kann man dagegen, dann kann man damit arbeiten, ne? Dann kann man versuchen, sich damit irgendwie in seinem Leben zu arrangieren. Bei mir hängt das halt auch mit meiner Kindheit zusammen, weil meine schönsten Erinnerungen habe ich zusammen mit meiner Oma. Und bei meiner Oma gab es immer sehr üppig zu essen und meine Oma hat immer gesagt, man soll aufessen, man soll viel essen.
wenn die anderen zu blöd zum Fressen sind, bin ich doch nicht schuld. Und solche Sprüche halt, ne? Und das bleibt bei einem Kind hängen. Und das ist ein Aspekt, glaube ich, warum das bei mir so intensiv auftritt. Wie geht's dem Rambo, fragt die Ramona. Das würde ich auch mal ganz gern wissen. Dem geht's gut, dem geht's wieder gut. Okay, das ist doch schön. Hallo, grüße dich, Rita. Rita Müller, muss ich sagen, weil das ist nicht die Rita mit den Perlen, ne? Oder Rita Müller, bist du die Rita mit den Perlen? Ich glaube nicht. Da hast du recht, Margit. An der Nadel zu hängen ist immer noch besser, als nach Junkfood zu suchen. Da fällt mir ein, wo ist denn eigentlich Nadelsucht? Die habe ich schon länger nicht mehr gelesen. Ich glaube, im letzten Livestream war sie kurz da. Und ein Video hat sie auch schon länger nicht mehr gemacht, oder? Oder habe ich es noch nicht mitbekommen? Die liebe Nadelsucht. Gestern habe ich mir das Video von der Stitchy Mama angeschaut, ihr neuestes Monatsupdate. Und ich wollte eigentlich noch was drunter schreiben. Ich hoffe, ich denke dran. Wenn ihr so lieb seid, vielleicht erinnert mich, ihr mich dran am Ende des heutigen Streams, dass ich noch bei der Stitchy Mama einen Kommentar unter ihr Video machen wollte. Dann vergesse ich es nicht. Rosemary hat 6 Kilo zugenommen nach ihrem Rauchstopp. Ja, das ist wirklich tatsächlich ein Problem. Das trifft ganz viele. Birgit verabschiedet sich. Schön, dass du da warst, Birgit. Nee, und Rita Müller ist tatsächlich nicht die Rita mit den Perlen. Und Ramona verurteilt mich nicht. Das ist doch schon mal nett. Dankeschön. Sehr schön. Ich habe übrigens jetzt, obwohl ich jetzt hier streame, mein Stream Deck nicht in Arbeit. Da wollte ich nämlich auch kurz was dazu erzählen. Ich habe letztes Jahr zum Geburtstag, glaube ich, war das, von meinem Mann ein Elgato Stream Deck geschenkt bekommen. Das ist so ein kleiner Apparat, mit dem man den Stream steuern kann, ohne dass man direkt den Computer steuern muss. Und den habe ich jetzt installiert für meine Spiele-Streams, die ich auf meinem anderen Kanal, Professor Fantasy Magical Games and Fiction, mache ich ja so Spiele-Streams. Und dafür habe ich das jetzt installiert und es funktioniert ziemlich gut. Jetzt muss ich das noch installieren für diesen Stream hier. Aber hier in dem Stream muss ich eigentlich gar nicht so viel steuern. Ich starte den Stream und dann gehe ich rüber in das andere Fenster, sodass ihr sozusagen mich beim Sticken seht. Und am Ende des Streams gehe ich auf das Endefenster. Das sind eigentlich im Prinzip alle Sachen, die ich mache. Deswegen brauche ich hier gar nicht so dringend das Elgato Stream Deck. Das Schöne ist nur, bei dem Elgato Stream Deck kann man sich zum Beispiel auch Tasten drauflegen, wo man irgendwelche Sounds oder sowas drauf machen kann. Also da könnte ich vielleicht auch mal ein paar nette Sounds drunter legen und dann vielleicht auch mal was mit Sounds machen. Wäre vielleicht mal eine Idee. Könnte man sich mal überlegen, ob ich das nicht vielleicht mal machen will. Rita leidet seit 6 Monaten an Candida glabrata und nimmt immer weiter ab. Das ist auch nicht so lustig. Eieiei, das ist wirklich nicht lustig. Candida ist eine Hefeart, ne? Ich kenne Candida albicans, das ist eine Hefeart auf jeden Fall. Das ist nicht so lustig. Kann man da irgendwas dagegen machen, Rita? Oder ist man da tatsächlich machtlos? Danke übrigens an euch für die neuen Mag-ich-Bewertungen. Vielen Dank und liebe Grüße an alle, die hier heute am Ostersamstag dabei sind. Man merkt schon, dass es weniger Leute sind, weil wahrscheinlich einige im Urlaub sind oder einfach heute was anderes vorhaben, auch bei dem schönen Wetter. Wir haben gerade im Moment 34 Zuschauer. Normalerweise, also normalerweise in Anführungszeichen, haben wir hier im Livestream auf diesem Kanal eher um die 45 bis 50 Zuschauer. Also nicht, es soll jetzt keine Beschwerde sein, es ist einfach nur eine Information an euch. Ne? Oh, 11 mag ich Bewertungen. Ja, das ging jetzt aber flott. So, bald haben wir eine halbe Runde. Nee, ja, doch ungefähr. Bald haben wir ungefähr eine halbe Runde. Wenn ich jetzt mich nicht vertue. Ja, nicht ganz eine halbe. Eine Drittelrunde haben wir bald. Wir streamen ja schon fast eine Stunde. Also ihr seht schon, es sind schon so 2 bis 3 Stunden für eine Runde inzwischen bei diesem Bild. Das ist echt krass. Wenn ich dieses Bild hier fertig habe, dieses Perlenbild, das wird nicht heute sein, ja, aber irgendwann, vielleicht demnächst,
Dann plane ich weiter zu sticken, auch Perlen, an meinem Riverdale-Bild. Ich habe Riverdale auch von der Nadja bestellt. Ich hoffe, das geht. Nadja hatte mir damals den falschen Stoff geschickt. Sie hat mir einen zu kleinen Stoff geschickt. Und dann habe ich mir 14 Count AIDA bestellt. Und bis jetzt hatte ich keine Probleme. Aber die Silly Maus hat ja gemeint, 14 Gittergewebe und 14 CT AIDA ist nicht dasselbe. Und es könnte Probleme geben. Also ich hoffe mal, dass ich keine Probleme habe. Im Moment schaut es nicht so aus, als hätte ich Probleme. Aber naja. Ich muss da mal schauen. Also das ist der Plan, nach diesem Bild hier, nach diesem Perlenstickbild, dieses Riverdale-Bild zu sticken. Wer nicht weiß, was Riverdale ist, das kennt ihr sicherlich alle. Das ist diese Elfenstadt aus Herr der Ringe, wo Elrond ist und wo die Gefährten sich unterhalten, was sie mit dem Ring machen sollen. Und wo dann klar wird, dass sie nach Mordor gehen müssen, um den Ring zu vernichten im Schicksalsberg. Also wenn ihr bei Google mal Riverdale eingibt, also River, R-I-V-E-R, und dann Dell, D-E-L-L, Riverdale, oder schreibt man es mit A, Riverdale, D-A-L-L, kann auch sein, dann findet ihr auf jeden Fall das Bild und dann wisst ihr sofort, was ich meine. Das gibt es ganz oft. Das ist leider eigentlich eine Urheberrechtsverletzung, wenn das die privaten Verkäufer anbieten. Das ist eigentlich gar nicht okay. Aber gut. Habe ich ja auch schon mal gesagt, ihr als private Käufer seid nicht dafür verantwortlich, um euch darum zu kümmern. Die Verkäufer sind dafür verantwortlich, sich darum zu kümmern. Es ist so. Ja. Klar, wenn man weiß, kann man es beachten, wenn es einem wichtig ist. Ich finde schon, dass es wichtig ist, aber das muss jeder für sich selber wissen. Aber im Endeffekt seid ihr nicht dafür verantwortlich, sondern die Verkäufer. Margit macht den Daumen, bevor sie eintritt. Oh, es sind schon 70 Magikbewertungen. 17 Magikbewertungen. 70 sind es nicht, aber 17. Dankeschön. 17 ist meine Glückszahl. Dankeschön. Jep, Albicans ist der normale und Glabrata ist gegen fast alle Pilzmittel resistent. Wir versuchen ihn auszuhungern. Null Zucker und null weißes Mehl. Aber er ist sehr hartnäckig. Ach du meine Güte. Ja, und das menschliche Immunsystem ist gegen Pilze gar nicht so effektiv, weil das eher gegen Bakterien ist. Pilze ist eher etwas, das Pflanzen betrifft und Bakterien ist eher was, was Tiere betrifft. Deswegen ist unser Immunsystem gegen Pilze gar nicht mal so effektiv, sondern eher gegen Bakterien. Das ist noch ein weiteres Problem bei einer Hefeinfektion. Bin ja gespannt, welches Tokarewa du gewählt hast. Ja, das werde ich gleich in der zweiten Hälfte verraten. Das Pam-Bild habe ich noch in meinem Vorrat. Ah, das hat die Rosemarie auch. Das ist mit Riverdale. Okay. Das heißt gar nicht Riverdale, oder? Riverdale ist eine Fernsehserie. Ich bin jetzt gerade falsch. Riverdale ist eine Fernsehserie. Wie heißt es denn noch? Rivendale, oder? Rivendale. R-I-V-E-N. Rivendale heißt es. Nicht Riverdale. Da war ich falsch. Gut und schön mit dem 25-CT-Stoff, aber erstens schaffen das meine Augen nicht. Und dann habe ich keine Lust mehr, mir extra Stoff zu kaufen. Ich sticke auf dem, was ich habe. Bis jetzt ging es auch so. Ja, das hört sich doch vernünftig an, Antje. Ich weiß nicht, warum du da jetzt gerade drauf kommst, weil wir gerade ja überhaupt nichts mit 25-CT-Stoff gesagt haben, aber du hast trotzdem recht. Also ich selbst sticke am liebsten auf 18 CT. Ich weiß, die Projekte werden dann riesig, unnötig riesig, aber es macht mir am meisten Spaß und das ist ja die Hauptsache. Auf 25 CT sticke ich nur noch im Halbstich 2 über 1, damit ich die Schlaufentechnik machen kann und mache Parken. Das mache ich ja bei meinem Piratenbild so und damit komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Bin gespannt, wann ich mal wieder das Piratenbild auspacke. Das wird demnächst. Also dieser Stickblock geht ja noch bis Ende Mai. Und dann werden meine lieben Mitglieder auch wieder abstimmen dürfen, was ich in den nächsten Stickblock, in den Sommerstickblock sticken werde. Und da bin ich gespannt, für was sie stimmen. Das Piratenbild wird sehr wahrscheinlich mit bei der Abstimmung dabei sein. Ach, Perlensticken 25 CT. Ah, Perlensticken. Nee, also Perlensticken 25 CT, das ist doch. Das ist dann mit so kleinen Perlen, oder? Mit so Mini-Perlen.
Oder macht man dann 2 über 2? Das kann natürlich auch sein. Ja, ich kriege das nicht so mit. Ich kriege diese aktuellen Trends dann von meinen Kollegen nicht so mit, weil ich irgendwie immer hinterherhinke und es nicht schaffe, diese Videos rechtzeitig zu gucken. Ich sehe ab und zu mal die Thumbnails und denke mir, ach ja, interessant. Schaue ich mir später an. Und dann komme ich wieder nicht dazu. Ihr dürft ja nicht vergessen, ich bin voll berufstätig und habe ja 2 YouTube-Kanäle. Plus, dass ich ja noch meinen Haushalt schmeißen muss. Putzen, kochen, einkaufen gehen und so weiter und so weiter. Wäsche waschen, das bleibt ja auch alles noch hier und das muss ja auch jemand machen. Ja. Das kennt ihr wahrscheinlich selber alle, das Problem, ne? So, ich vernähe hier und dann machen wir gleich den nächsten Faden. Keine Angst, wir hören jetzt noch nicht auf mit dem Stream. Ich hoffe, das Handy hält noch ein bisschen durch, aber ich denke, ja. So. Jetzt zeige ich euch mal, wie weit wir jetzt sind. Und von wo bis wo wir gestickt haben. Ich glaube, wir haben irgendwie hier angefangen, oder? Ja, hier ungefähr haben wir angefangen und sind jetzt hier. Also ungefähr ein Drittel, ja, ein bisschen mehr als ein Drittel haben wir gestickt in der Stunde. Jetzt haben wir ungefähr 1 Stunde 6 Minuten, wenn man den Anfang wegzählt, haben wir also ungefähr 1 Stunde jetzt gestreamt. Ein kurzer Hinweis von mir an euch, wenn ihr Spaß hattet hier im Livestream oder auch mit meinen Videos, dann wollt ihr euch vielleicht überlegen, ob ihr den Kanal unterstützen wollt. Ich würde mich da natürlich sehr drüber freuen. Es gibt 2 Möglichkeiten, also es gibt mehr Möglichkeiten, aber 2 Möglichkeiten beispielsweise, wie ihr den Kanal unterstützen könnt. Ihr könnt ein kleines Trinkgeld dalassen. Da findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link, wo ihr eine Donation geben könnt. Oder ihr könnt Mitglied bei dem Kanal werden, da habt ihr auch einige Vorteile. Wenn ihr auf den Button Mitglied werden drauf drückt, seid ihr nicht automatisch Mitglied. Ihr müsst keine Angst haben, auf diesen Button drauf zu drücken, sondern ihr bekommt dann erstmal alle Infos, was es überhaupt bedeutet, Mitglied zu sein und was es für verschiedene Mitgliedsstufen gibt und so weiter. Ja, also ihr braucht da keine Angst haben, auf diesen Mitgliedsbutton drauf zu drücken, um es einfach mal euch anzuschauen. Ja, also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal unterstützt. Ich unterstütze den Kanal auch, indem ich jetzt hier einen neuen Faden mal hier abwickle, damit wir weiter sticken können. Danke übrigens nochmal an das sehr großzügige Trinkgeld, das ich letztes Mal bekommen habe von der Clarissa. Hatte ich, glaube ich, schon in einem der Videos erwähnt, aber ich erwähne es hier im Livestream einfach nochmal, weil sie es nämlich nach dem Livestream gemacht hat. 2 über 2 stickt die Rosemarie, dann auf 25 CT. Ja, kann man machen. Ich finde es übertrieben, ehrlich gesagt. Warum? Bei einem Perlenbild, warum? Man macht es sich halt selber schwer. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Geschichte, weil halt jetzt immer mehr Leute Perlensticken machen und der Mensch hat immer den Hang dazu, das war schon immer so, der Mensch hat den Hang dazu, was Besonderes sein zu wollen. Das ist einfach in uns Menschen so drin. Deswegen sind in den letzten 15 Jahren auch unglaublich viele Leute auf einmal laktoseintolerant geworden. Vorher kannte kein Mensch das und inzwischen sind alle laktoseintolerant. Obwohl das in Wirklichkeit nur 5% der Bevölkerung betrifft, sind es inzwischen gefühlte 50% der Bevölkerung, weil der Mensch einfach den Hang hat, den Drang dazu hat, etwas Besonderes sein zu wollen. Und wenn die Leute jetzt Perlen sticken, dann ist es ja langweilig, wenn du auch Perlen stickst, dann musst du dir also was Besonderes überlegen. Das soll jetzt keine Kritik an irgendjemanden sein, das ist einfach nur eine Beobachtung von mir. Und ihr könnt mir gerne widersprechen, wenn ihr es anders seht. Ja, das ist einfach nur meine Meinung. Vielleicht liege ich auch falsch, vielleicht liege ich aber auch richtig. Ja, damit man was Besonderes ist, stickt man eben nicht auf dem ganz normalen Stoff, wie alle anderen, sondern man stickt auf 25 CT zum Beispiel. Oder man stickt mit ganz besonderen Perlen. Oder mit ganz besonderem Stoff. Oder mit ganz besonderem Garn. Da habe ich ja auch mitbekommen, beim Kreuzstich ist es ja inzwischen auch schon irgendwie ein Trend gewesen. Ich habe es nur so nebenbei mitbekommen, deswegen weiß ich es nicht genau. Dass man nicht durch die Löcher sticht, sondern zwischen den Löchern durchsticht, damit es dann irgendwie ordentlicher ausschaut oder so. Ganz, ganz, ganz merkwürdig. Leute, ihr stickt teilweise 5 Jahre, 10 Jahre an diesen Projekten. Macht es euch doch nicht selbst noch schwerer. Es ist doch schon aufwendig genug. Naja, schreibt gerne mal in den Chat, ob ihr es auch so seht oder ob ich da ganz falsch gewickelt bin.
Rosemarie stickt Perlen nicht auf 25 cc, benutzt den Stoff, der bei den Perlenbildern dabei ist. Ja, das ist ja auch sinnvoll. Das ist ja absolut sinnvoll, das so zu machen. Sabine, ich stick mein erstes Perlenbild als Vollbild. Weiß noch nicht, ob ich dabei bleibe. Bei den Teilbildern finde ich 25 cc schöner. Ja, okay. Wenn man es schöner findet, ist es ja auch legitim. Jeder darf es ja so machen, wie er will. Das ist ja ein Hobby. Und ich bin der Letzte, der jemanden vorschreibt, wie er sein Hobby zu machen hat. Ich bekomme ja als YouTuber immer mal wieder interessante Nachrichten, sagen wir mal so. Ja? Und da sind auch öfters mal Nachrichten dabei, wie ich zu sticken habe oder dass ich falsch sticke oder irgendwas. Leute, das könnt ihr euch sparen, weil jeder stickt so, wie er will. Ihr dürft mir gerne Hinweise geben, ich habe da gar kein Problem damit. Dürft mir gerne Tipps und Hinweise geben, aber bitte schreibt nicht, ich mache irgendwas falsch oder ich mache irgendwas nicht so, wie ich das muss oder keine Ahnung, weil ich finde das einfach übergriffig und das sollte so nicht sein. Ne? Weder ich schreibe euch vor, wie ihr zu sticken habt, noch ihr schreibt mir vor, wie ich zu sticken habe. Und jeder macht es halt so, wie es für ihn aus seiner Sicht am sinnvollsten ist und am meisten Spaß macht und am schnellsten geht oder am effektivsten ist oder wie auch immer man das empfindet. Und das ist ja gerade das Tolle bei dem Hobby, ich betone das ja immer wieder, dass das Hobby so unglaublich vielseitig ist und jeder seine eigene Meinung hat und jeder seine eigene, sein eigenes Vorgehen hat, seine eigene Technik hat. Je tiefer man in eine bestimmte Materie eintaucht, umso mehr sieht man das. Was sieht man genau, Margit? Was meinst du damit? Dass man Besonderheiten sieht oder... Michael sieht es auch so wie ich, okay? Laut Stickliesel sollen die Perlen auf 25 cm schöner liegen. Keine Ahnung, ob es auch so ist. Ja, das mag vielleicht sein, weil 25 cm, wenn man das umrechnet, ist ja dann 12,5 eigentlich, ne? Wenn man 25 cm 2 über 2 stickt, dann hat man ja eigentlich 12,5 cm. Aber ich glaube, dass die Perlen dort dann zu eng sind, oder? Sind die Perlen da nicht zu eng? Ich weiß es nicht. Aber wenn die Stickliesel das so empfindet und das für sie das Richtige ist, dann ist es doch schön, dann soll sie es doch so machen. Aber es muss sich jetzt keiner genötigt fühlen, das auch so zu machen, wenn er damit nicht klarkommt oder das übertrieben findet oder gar nicht gut findet. Dann soll es einfach sein lassen. Also ich lasse es sein, ich stick auf dem Stoff, der dabei ist. Ich habe jetzt 14 CT AIDA bestellt, weil der Stoff von der Nadja, den sie mir geschickt hat, leider zu klein war. Und jetzt sticke ich auf den 14 CT AIDA, dieses Rivendell, und hoffe, dass es geht. Ich mache mal ein bisschen Sorgen, weil die Silly Maus ja gemeint hat, dass es nicht geht. Weil 14 Gewebestoff nicht dasselbe ist wie 14 CT AIDA, aber naja, bis jetzt habe ich keine Probleme. Ich habe aber schon seit einem Jahr nicht mehr dran gestickt, weil ich ja jetzt erstmal dieses Projekt hier fertig machen will, dieses Perlenstickbild hier. Antje sagt, das ist der Herdentrieb. Einer fängt an, alle machen mit. Antje ist aber Einzelhaltung. So kann man es sehen, ja. Das andere ist auch machen, aber eben auf die eigene Art und Weise. Ah ja, das ist richtig, ja. Da hast du recht, Margit. So, wenn wir da gerade davon sprechen, was ich als YouTuber so mitbekomme, weil wir ja auch vorher von Unterstützung sprechen, warum die Unterstützung für uns YouTuber so wichtig ist. Wir bekommen nämlich auch viel, ich sag's einfach mal direkt blatt auf Deutsch, wir bekommen viel Scheiße um die Ohren gehauen, Leute. Es ist wirklich so. Und umso wichtiger ist eure Unterstützung. Zum Beispiel habe ich erst kürzlich eine Nachricht bekommen und habe diese Nachricht dann gelöscht. Ja? Ich habe folgende Nachricht bekommen. Ihr könnt es glauben oder nicht, aber die Nachricht war: Lösch deinen Kanal, du Verlierer. Diese Nachricht habe ich bekommen. Schön, oder? Als Kommentar unter irgendeinem Video. Das macht Spaß. Dann macht es richtig Spaß. Ja. Es ist glücklicherweise wirklich nur die absolute klitzekleine Minderheit. Ja. Aber es gibt da draußen Leute, die andere Leute einfach gerne fertig machen. Das ist einfach so. Ja. Also wenn ihr euch überlegt, soll ich meinen Lieblings-YouTuber unterstützen oder soll ich es lieber nicht machen? Falls ihr da so ein bisschen zwiegespalten seid.
Macht es, Leute. Denkt dran, wie viel Negatives diese Leute auch erdulden müssen, weil sie versuchen, euch eine schöne Zeit zu machen. Ich spreche jetzt da nicht unbedingt nur von mir, ich spreche dafür für alle meine Kollegen. Und wenn ihr mal schaut, also ihr könnt die ja auf ganz verschiedene Arten unterstützen, die Leute, aber wenn ihr schaut, okay, finanzielle Unterstützung, diese Trinkgeldgeschichte, ja, wie viel Trinkgeld geben wir dem Taxifahrer, dem Kellner und so weiter? Ich finde das auch eine schöne Sache. Ich finde das eine schöne Geste. Das ist eine schöne Wertschätzung. Ja, aber ich meine, der Kellner hat euch 2 Teller gebracht, ja, oder 2 Tassen Kaffee. Und da überlegt eigentlich fast keiner mehr, warum er demjenigen Trinkgeld geben soll oder so. Und jemand, der sich wirklich hinsetzt, stundenlang für euch Videos macht und so weiter, also wie gesagt, ich rede jetzt nicht unbedingt von mir, ich rede für alle meine Kollegen, ja, warum soll man dem nicht ein kleines Trinkgeld da lassen? Ist doch okay. Und wenn man es nicht macht oder wenn man es nicht machen kann oder wenn man es nicht machen will, auch absolut okay. Und wenn man es macht, freuen sich diese Menschen einfach. Und es ist ein schönes Gegengewicht zu diesem ganzen Scheiß, den die von anderen Idioten um die Ohren gehauen bekommen. Was soll denn das? Keiner wird gezwungen, hier zuzugucken. Ja, das stimmt absolut, Rita. Aber die Leute sind einfach so drauf. Die lieben es, oder manche Leute, ganz, ganz wenige, Gott sei Dank sind es ganz wenige, die lieben es einfach, die Welt zu vergiften und andere Leute fertig zu machen. Wenn mir der Stoff zu klein sein sollte, hole ich mir Gittergewebe bei Lieblingsperlen. Ja, das war auch mein Plan, Rosemarie. Nur da müsste ich ja alles wieder aufmachen. Und gerade bei Perlen ist es natürlich umso schwerer, alles wieder aufzumachen. Weil da musst du erstmal Ersatzperlen bekommen. Ja, ich hoffe mal, dass es kein Problem ist. Aber ich weiß es nicht. Ich muss abwarten. Linnen heißt die Gewebeart. Ah, okay. Gewebe, Gittergewebe heißt Linnen. Aber ist Linnen nicht einfach Englisch für Leinen? Ich dachte schon. Ich dachte, Linnen ist Englisch für Leinen. Oder täusche ich mich da jetzt? Also gibt's hier Experten im Chat, die mich da aufklären können oder die uns aufklären können, was da los ist, was das soll? Ja, da gibt es echt eine Verwirrung, ne, mit diesem Gittergewebe, mit dem AIDA. Also ich habe nochmal geguckt, das Gittergewebe schaut definitiv anders aus als der AIDA-Stoff. Also es ist definitiv eine andere Art des Stoffgewebes. Das ist definitiv so. Ja. Aber die Frage ist, ist es trotzdem der gleiche Abstand? Also kann man es trotzdem benutzen, den 14-Count AIDA, oder kann man es nicht benutzen? Ich meine, wenn die Stickliesel und auch andere von euch 25 CT, 2/2 benutzen, dann ist das ja umgerechnet nur 12,5 CT. Und wenn das auch funktioniert, dann müsste 14 CT AIDA ja erst recht funktionieren. Also jetzt nach meiner Logik hier zumindest. Tja. Hab mir letzte Woche mein erstes Perlenstickbild zugelegt und war das letzte Abendmahl als Teilbild. Oh cool, auf Vordruck. Das hört sich schön an, Michael. Das hört sich sehr schön an. Für die ersten 10 Perlen habe ich fast 3 Stunden gebraucht. Ach ja, das ist absolute Gewöhnungssache. Das ist richtig. Ja, ja, klar. Da muss sich jeder erstmal reinarbeiten. Das stimmt. Ich denke, diese Leute haben mit sich selbst ein Problem, meint die Rosi. Oder sie sind als Kind mal vom Wickeltisch gefallen. Ja, ja, das stimmt auch. Also ich versuche, so wenig wie möglich darüber nachzudenken, aber ich bin ein sehr sensibler Mensch und natürlich verletzt mich sowas. Es ist einfach so. Ich weiß, da müsste ich drüber stehen und das müsste ich einfach ignorieren und so. Aber es ist eben leichter gesagt als getan, einfach zu sagen, ja, da musst du drüber stehen, bla bla. Und das ist ja jetzt nur ein Beispiel gewesen, das, was ich euch vorher gerade gesagt habe. Es kommt immer mal wieder mal sowas. Und das ist halt unschön. Ja? Ich meine, es fängt mit einem Daumen nach unten an. Das ist ja schon mal eine... ja, kleine Art, sich irgendwie über den Kanal zu beschweren. Absolut okay, jeder darf seine Meinung ausdrücken, ja. Aber dann so beleidigende Kommentare, das geht halt dann doch zu weit. Ich lösche die dann einfach immer. Ich habe da gar kein Mitleid. Es ist mein Kanal, da stecke ich Arbeit rein. Also habe auch ich zu entscheiden, was für Kommentare hier zu lesen sind und was für Kommentare hier nicht zu lesen sind. Und deswegen lösche ich so Hasskommentare einfach kommentarlos. Da könnt ihr mich dafür verurteilen, wenn ihr wollt.
dass ich irgendwie Meinungen unterdrücke oder sowas, keine Ahnung, manche Leute denken das ja dann. Aber ich finde das nicht und das ist so wie meine, also wenn jetzt zum Beispiel ich ein Haus besitzen würde, ich besitze keins, aber wenn ich eins besitzen würde und jemand auf meine Hausfront das Bild von einer, keine Ahnung, von einem Mann malt, der sich gerade selbst erhängt oder so, dann finde ich das nicht cool und mache das wieder weg, kommentarlos. Ja, weil das ist mein Haus und ich entscheide, was an meinem Haus, an der Häuserfassade zu sehen ist. So. Und genauso lösche ich alle Kommentare, die irgendwelche Hasskommentare sind oder irgendwie unangebracht sind. Wenn jemand eine andere Meinung hat, ist das was anderes. Ja, das ist was anderes. Aber wenn jemand Hasskommentar schreibt, dann wird er einfach kommentarlos gelöscht und Ende aus. Aber ich muss ein großes Lob aussprechen. Hier in der Stick-Community kommt das sehr, sehr wenig vor. Vielen Dank, Leute, an euch alle, die ihr eine so, man sagt auf Englisch supportive, ne? Eine so unterstützende, eine so positive Community seid. Vielen Dank dafür. Ist echt super. Es kommt eher auf meinem anderen Kanal vor, Professor Fantasy Magical Games and Fiction. Da kommt es eher vor. Ja, leider werden die Idioten immer mehr, da hast du recht, Michael. Das stimmt. Rosemary hat mal gehört, dass 14 Karat AIDA für Perlen nicht passen soll. Ja, das hat die Cinemaus auch gesagt und sie hat es auch mal gezeigt in einem Video. Aber ich habe es ausprobiert und bei mir hat es gepasst. Bin ich da jetzt richtig? Mir schaut es so aus, als würde hier noch eine Perle fehlen. Keine Ahnung. Die Silly Maus hat es mal in einem ihrer Videos gezeigt und hat sich tatsächlich gezeigt, dass die Perlen irgendwie nicht hinpassen. Aber bei meinem Bild, das ich jetzt gerade mache oder vor einem Jahr noch gemacht habe, dieses Rivendell-Bild, da hatte ich keine Probleme mit irgendwie Perlen, die nicht draufpassen. Keine Ahnung. Gestern im Livestream bei Leo waren einige Trolle. Zum Glück sind bei dir keine. Ja, das stimmt. Ich habe ja auch leider keinen Admin, beziehungsweise keinen, wie nennt man das nochmal, keinen Mod. Ich habe keinen Mod. Weil ich bis jetzt noch niemanden gefunden habe, der sagt, jawohl, er würde gerne bei mir Mod machen und den ich auch gut genug kenne, um ihm das zuzutrauen, dass er das bei mir macht. Also falls ihr mich schon gut kennt und ich euch auch ein bisschen gut kenne und ihr Lust habt, Mod zu machen bei mir, schreibt doch mir gerne meine E-Mail, dann können wir drüber reden. Meine E-Mail-Adresse findet ihr in meiner Kanalbeschreibung, professorfantasy@dominikschmeller.de. Ja, man könnte sie auch in die Videobeschreibung reinschreiben, aber das mache ich nicht. Das ist zu viel des Guten. Grüß dich, Rina. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Willi Maus ist in jedem Video nur am Meckern. Willi Maus? Du meinst Silly Maus? Ach, das habe ich jetzt gar nicht so den Eindruck, Ramona. Motte hat mal eine Frage zum Kreuzstich. Wie viele Kreuze überspringt man maximal auf welcher CT-Größe und hat Überspringen größere Strecken irgendwelche negativen Auswirkungen beim Rahmen? Also, darf gerne jemand was dazu schreiben, wenn das besser weiß, aber Motte, das ist Geschmackssache. Das hängt nicht auch nicht unbedingt mit dem CT zusammen. Ich selber überspringe meistens höchstens 20 bis 30 Stiche, also 2 bis 3 Kästchen. Ich versuche es natürlich möglichst gering zu halten. Aber es hat nicht wirklich negative Auswirkungen aufs Rahmen. Die einzige negative Auswirkung, die das hat, wenn du überspringst, oder es gibt zwei negative Auswirkungen. Wenn du das zu viel machst, dann hast du hinten sehr viel Garn, was bedeutet, dass das teilweise sehr dick wird, sodass man dann mit der Nadel nicht mehr gut durchkommt. Also das ist ein Nachteil, es kann sehr dick werden. Und die zweite Sache ist, du brauchst mehr Garn. Das ist es, die beiden Sachen. Ja, also entweder wird es zu dick oder du brauchst mehr Garn. Aber sonst kann man das machen, wie man lustig ist. Ausgenommen, du machst kein Vollbild, sondern machst ein, naja, zum Beispiel sowas wie ein Sampler oder sowas. Weil wenn du dann zu sehr springst, dann sieht man natürlich diese gesprungenen Fäden durch den Stoff durch an der Stelle, wo du nicht gestickt hast. Das muss einem bewusst sein, dass wenn man dort springt, dass das dann sichtbar ist. Aber ich glaube, du redest von Vollbildern, ne? Und bei Vollbildern ist es eigentlich kein Problem. Nur diese beiden Probleme, die ich gerade gesagt habe. Es kann sehr dick werden. Das ist jetzt bei mir noch nie der Fall gewesen. Und du brauchst mehr Garn. Und mein Gott, dann braucht man halt mehr Garn. Ist halt dann so.
Die stimmen jetzt alle der Ramona zu. Ist ja witzig. Mir ist es noch nicht aufgefallen, aber wir werden schon recht haben. Mir geht's auch gut, Rina. Dankeschön. Morgen ist Ausnahmetag. Da fühle ich mich immer gut. So, ich mache den Faden jetzt fertig und dann zeige ich euch, welches Stickbild ich gekauft habe bei Perlensticken. Bis dahin kann ich euch ja schon mal ein bisschen vom Rahmen erzählen. Also, ich habe ja, ich glaube, das habe ich im letzten Video schon erzählt. Ich habe mir ja den Romanic Frame bestellt, den Quantum Frame, diesen ganz großen, 1,8 Meter langen. Und ich muss sagen, das Bild passt gut rein. Dieses Eulenbild, das ich euch im Update gezeigt habe, das Bild passt gut rein, aber es hat auch den Nachteil, dass es extrem schwer und groß ist. Also es ist wirklich groß und sehr schwer. Es ist zu schwer für meinen Stickständer Marussia Donau. Mein Tischstickständer. Dafür ist es zu schwer. Das heißt, den kann ich nicht mehr benutzen. Und das ist ein bisschen blöd gewesen. Dann habe ich mir den Lobby-Stander bestellt. Und da werde ich euch gleich auch erzählen, der kam mit UPS und das war wirklich auch ein Drama. Der sollte nämlich eigentlich am Mittwoch ankommen. Und dann bin ich am Mittwoch, bin ich aber Blumen kaufen gefahren, habe ich vorher schon erzählt, um den Balkon schön zu machen. Und dann komme ich zurück und das Paket ist nicht angekommen. Und ich habe eine Nachricht bekommen, dass um 3 Uhr, also gerade zu der Zeit, wo ich nicht da war, der UPS-Fahrer angeblich versucht hat, das Paket abzugeben, aber niemanden angetroffen hat und es wieder mitgenommen hat. Und er möchte es am nächsten Tag nochmal probieren. Dann dachte ich mir, na gut, am nächsten Tag bin ich leider auch nicht da, weil da habe ich mich mit der Margit getroffen. Grüße, Margit. Und dann dachte ich mir, naja, dann schreibst du doch der UPS, dass sie es im Gang abstellen sollen. Also sozusagen so eine Abstellgenehmigung. Und dann habe ich mich bei UPS angemeldet und das ist ja mega kompliziert. Jetzt muss ich erstmal beweisen, dass ich überhaupt diese Person bin. Und da schreiben die mir jetzt einen Brief mit einem Code und ich muss diesen Brief dann bei UPS eingeben. Und außerdem konnte ich dem Fahrer überhaupt nicht sagen, dass es im Gang ablegen soll, weil dafür brauchte ich wiederum einen Code und der Code wäre auf dem Zettel gewesen, auf der Bescheinigung, dass der UPS-Fahrer den Zettel bei mir, das Paket bei mir nicht hat abgeben können, weil keiner da war. Diese Bescheinigung, diese Abstellbescheinigung oder diese Zustellbescheinigung, die habe ich aber überhaupt nicht bekommen. Da war überhaupt nichts bei mir im Briefkasten oder so. Also das war echt mega kompliziert. Naja, irgendwann am nächsten Tag, nachdem ich mich mit der Margit getroffen hatte, bin ich ja wieder heimgefahren. Und dann stand das Paket einfach kommentarlos bei mir vor der Tür. Na super. Ja, auf jeden Fall habe ich es aufgemacht, habe es ausgepackt. Der Lobby-Stickständer ist eigentlich relativ einfach zum Aufbauen. Ich glaube auch, er ist ziemlich cool. Aber dieser Rahmen, den ich da habe, der ist einfach zu groß. Ich meine, ich kann ihn in den Lobbyständer reinpacken, ja, aber dann biegt sich alles durch. Das heißt, die andere Seite des Rahmens, also die andere Seite, die lege ich jetzt auf meinem Schreibtisch ab, sodass ich im Prinzip einen neuen Tisch hergestellt habe. Zwischen dem Lobbyständer und dem Schreibtisch liegt jetzt mein Projekt. Und ja, da sitze ich dann mit dem Rücken am Computerbildschirm, deswegen kann ich das auch nicht im Livestream machen. Und außerdem glaube ich, klappt das auch mit der Kamera da nicht so gut, weil die Kamera ja eigentlich auf meinem Schreibtisch gerichtet ist, so wie ihr das jetzt hier auch seht. Also früher stand hier ja mein Marussia-Stickständer. Der wird hier auch wieder hinkommen. Ja, also ich hab beschlossen, so Rollrahmen sind an sich schon ganz cool, weil man diesen ganzen Stoff da nicht mehr weghängen hat. Aber sie haben zwei Nachteile. Sie lassen sich nicht so gut spannen. Das heißt, der Stoff ist einfach nicht so gut gespannt wie in einem Gooseneck. Und der zweite Nachteil bei den großen Projekten, die ich habe, sind die einfach zu groß. Der Rollrahmen ist dann zu groß und zu schwer und das ist zu unhandlich. Also ich werde nicht weitermachen mit so Rollrahmen, außer bei meinem Chatelaine, weil beim Chatelaine kommen ja Perlen dazu oder bei allen Bildern, bei denen ich auch Perlen habe, sagen wir mal so. Das ist im Moment ja nur mein Chatelaine, weil die anderen, lassen die nochmal, ihr wisst schon, wo man Kreuzstich und Perlensticken mischt, diese anderen Bilder, meistens edle Damen, Meerjungfrauen und sowas. Ja, das ist eh nicht so meins. Ja, also für mein Chatelaine werde ich so einen Rollrahmen benutzen, für den Rest wahrscheinlich eher nicht. Das ist nicht so ganz meine Art zu arbeiten. Ich komme damit nicht so ganz klar. Ja.
so meine persönliche Erfahrung. Was habt ihr für Erfahrungen mit Rollrahmen und also so richtig großen Rollrahmen? Die Margit hat mir dann noch einen Tipp gegeben und den werde ich mir vielleicht nochmal näher anschauen. Die hat sich nämlich so einen Bodenständer besorgt, der ganz groß ist, der so ein bisschen ähnlich funktioniert wie so ein Tapetentisch. Kennt ihr ja so Tapetentische mit so einzelnen Stücken, die da so auf dem Boden stehen. Und das wäre vielleicht noch eine Idee, dass du dann diesen ganz, ganz großen Rahmen, den man auch bei Etsy bekommt, auf diese Böcke, ich nenne das jetzt einfach mal Böcke, stellt. Und dadurch du diesen ganz großen Rahmen dann da drauf stellen kannst. Das wäre noch eine Idee, das würde ich mir nochmal anschauen. Auf den Tipp hat mich die Margit gebracht. Nienchen, grüße dich, schön, dass du da bist. Und ich merke schon, der Chat ist auch nicht so begeistert von UPS. Ball springt ein bis zwei Kästchen, ja. Macht Sinn. So, Motte bedankt sich für die ausführliche Antwort. Man wird ja schon unsicher, wenn man häufig hört, dass die Rückseite genauso schön sein soll wie vorne, sonst wird man schlampig arbeiten. Ach, so ein Quatsch, Motte. Wie gesagt, wir arbeiten teilweise 10, vielleicht sogar 20 Jahre in unseren Projekten. Hauptsache, die werden irgendwann mal fertig. Macht es euch doch nicht selbst schwierig. Stellt euch doch einmal vor, ihr hättet euch zur Aufgabe gesetzt, zu Fuß von Köln nach Paris zu laufen. Das wäre einfach eure Aufgabe. Von Köln nach Paris zu laufen, und das ist wirklich eine richtig krasse Aufgabe, die ihr euch da gestellt habt. Und jetzt sagen irgendwelche Leute, ach, das ist ja viel zu einfach und ich mache das immer nur auf einem Bein. Ja klar kann man von Köln nach Paris auch auf einem Bein hüpfen. Aber warum sollte ich das denn machen? Ich laufe einfach auf zwei Beinen. Das ist doch anstrengend genug. Das ist schon ein Lebenswerk genug. Und deswegen sage ich zu euch, scheiß drauf, was die anderen Leute sagen und macht es so, wie ihr das machen wollt. Und mir ist es scheißegal, Entschuldigung für die konkrete Wortwahl, aber ihr wisst, ich bin konkret. Mir ist es scheißegal, wie die Rückseite ausschaut. Das ist die Rückseite von meinem Projekt. Ja, und mein Gott, sie schaut ordentlich aus, vielleicht schaut sie nicht ordentlich aus, das könnt ihr entscheiden, mir ist es egal. Hauptsache, das Projekt ist irgendwann fertig und ich bin stolz darauf, wie es ausschaut. Ja, schaut, hier wirft das Projekt auch die ganze Zeit Wellen. Wahrscheinlich mache ich auch irgendwas falsch. Vielleicht ziehe ich zu stark oder habe am Anfang zu stark gezogen oder keine Ahnung. Aber es ist halt nun mal so. Ja, man kann sich verbessern, aber man sollte meiner Meinung nach nicht zu stark darauf achten, was auf der Rückseite los ist. Das ist meine Meinung, ja. So, Ramona liebt ihren Lobbystand, kann ich verstehen. Mirabilia heißen die, Rosemarie, genau, der ist Mirabilia. Und die anderen heißen, das mit diesen Meerjungfrauen, was ja auch im Moment dieses Ditchalong ist. Wie heißen die nochmal? Das sind so zwei Worte, glaube ich. Ah, ich habe es wieder vergessen. Da habt ihr recht, das Thema geht eben ja schon jeder so, wie er es mag. Ja, deine Böcke meine ich, genau, Margit, die meine ich. UPS ist okay, GLS ist die ganze Katastrophe, Rina. Ja, GLS habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung. Motte, stick einfach. Ja, das sehe ich auch so. Auf den Gedanken, nach Paris zu laufen, würde ich nie kommen. Das sagt die Ramona. Ninchen wollte mich anschreiben und dann in den Videos, hast du in den Videos mitbekommen, dass du genau an dem Tag, an dem ich wieder in Muck bin, nach Paris fährst. Ach, Sachen gibt's, Ninchen. Tja, so ist es halt manchmal, ne? Philippina, genau so heißen die, Ramona, Philippina. SOS Arstitch, das verstehe ich nicht. Ach so, das ist auch eine Firma, Petra. Nee, ich meinte die Bella Filipina tatsächlich. Einfach mal machen, was für einen selber stimmt. Nicht immer den Herdentrieb, nur weil alles so machen, musst du es nicht gleich tun. Ja, so ist das genau. Hallo Manuela, grüße dich. Soda Stitch oder Bella Filipina. Ja, genau. Es ist halt leider nicht meins. Michaela schreibt am schlimmsten des Hermes. Es ist halt leider nicht meins, Leute. Also seid mir nicht böse, wenn es hier auf dem Kanal keine Mirabilia und keine Bella Filipina gibt. Es ist halt nicht so meins. Jeder hat halt so seins. Meins sind die großen Full-Coverage-Bilder. Und die gibt es halt viel hier auf meinem Kanal. Aber ich glaube, das ist gar nicht schlimm, sondern es ist sogar ein Vorteil, weil jeder Sticker macht es halt anders und jeder hat auch andere Projekte. Stitchy Mama hat zum Beispiel viele so kleine Sampler und so weiter. Dann die Katrin macht auch viel mit Perlen, Sticken, Full Coverage und so. Also jeder hat halt so seine Projekte. Und das ist ja gerade das Tolle hier an YouTube und unserem kleinen Floss-Tube, dass ihr dann auch die Vielfalt habt. Ich glaube, das ist gerade das Tolle. Wenn wir gerade von Vielfalt reden, ich habe mich jetzt gebückt und hebe da die Stickpackung auf. Ta, 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 ta. Die Stickpackung ist so schwer, dass ich sie unten selber neu kleben musste, weil sie schon unten aufgerissen war.
Und das hier ist sie. Das hier ist sie, das Set zum selber Perlen sticken von Alexandra Dokareva, und zwar von Lieblingsperlen. Ja, die Ranch. Die Ranch kennt ihr auch, ne? 52 Farben und sie hat 520 x 346 Stiche und das entspricht dann 95 x 63 cm. Ein sehr, sehr großes, aber ich finde von den Farben her sehr, sehr schönes Bild. Wie gefällt euch die Ranch? Was sagt ihr zur Ranch? Tipps holen ist okay, aber dann so machen, wie es für einen selber stimmt. Ja, sehe ich auch so bei. Genauso machen wir es. Wenn jemand von euch von der Brücke springt, springst du dann auch? Einen Verstand einschalten. Ja, aber dieser Gruppentrieb ist echt in uns Menschen ziemlich stark verankert, Ramona. Und wenn alle von, Entschuldigung, Ball hat es ja geschrieben, wenn alle von der Brücke springen, dann überlegst du tatsächlich, ob du auch springen sollst. Da gibt es interessante Experimente. Da gibt es sehr interessante Experimente, da kann ich gleich noch was dazu erzählen. Ramona ist zurzeit so mit den Gnomen. Jeder stickt die Wichtel, nur ich mag nicht. Und du kannst sie auch nicht mehr sehen. Ja, das verstehe ich. Die Ranch liegt auch bei dir, sehr schön. Die Ranch ist wunderschön, sagt Rina, finde ich auch. Die reizt die. Ja, es ist aber ein ultra teures Paket, weil es auch so ein großes Paket ist. Ich glaube, ich habe über 200 Euro bezahlt. 230 Euro oder sowas. Richtig teuer auch. Aber gut, es ist auch gute Qualität. Muss man sagen, ne? So, die Ranch kommt gut bei euch an, sehe ich schon. Grüß dich, Stefanie, schön, dass du da bist. Die Gnome, ja, das ist auch an mir vorbeigegangen, die Gnome. Wen muss ich angucken, welche YouTuberin muss ich angucken, welchen YouTuber, dass ich was von den Gnomen mitbekomme? Schreibt mir mal den größten Gnom-Fanatiker in den Chat, bitte, damit ich da auch mal was mitbekomme. Mir geht ja wieder alles vorbei, das ist ja unglaublich. Stefanie hat auch die Ranch. Individualität hat auch was, das stimmt, genau, weil hast recht. So, jetzt werde ich noch einen letzten Faden vorbereiten und den sticken wir noch zusammen und dann war es das mit dem heutigen Livestream. Wir sind ja schon wieder bei einer Stunde 37. Zack. Hier übrigens Wachs, ne? Bienenwachs benutze ich, um den Faden hier einzuwachsen. Damit habe ich immer gute Erfahrungen beim Perlensticken gemacht. Beim Kreuzsticken mache ich es nicht, aber beim Perlensticken habe ich da immer sehr gute Erfahrungen mit eingewachsenen Fäden gemacht. Gottes Willen. Ich freue mich heute Abend mal wieder was zu essen, Leute. Ich hatte die letzten 5 Tage Saftkur und heute hatte ich auch noch nicht wirklich was Vernünftiges zu essen. Ich hatte bisher nur frühmorgens Haferflocken mit Aprikosenmarmelade und heute mittags einen Schoko-Eiweiß-Trink. Und heute Abend gibt es endlich mal wieder was Scheiß zu essen. Ich werde einen großen Salat machen. Mein Mann hat dafür mich eingekauft am Donnerstag. Einen großen Salat mit Gurken, Paprika, Tomaten und hart gekochten Eiern. Ich freue mich schon sehr drauf. Und dazu gibt es dann ein Fertiggericht, das ich mir dann in der Mikrowelle warm mache. Ich weiß noch nicht genau was. Vielleicht was mit Hähnchenfleisch. Ich schau mal. Irgendwas Leckeres auf jeden Fall. Ja, hier muss ich weitermachen. Ich freue mich schon mega drauf. Um 18 Uhr gibt es Essen. Also wenn es heute 18 Uhr schlägt, Leute, denkt an euren Professor, der zum ersten Mal seit 6 Tagen wieder was Vernünftiges essen darf. Es ist leider keine Currywurst mit Pommes und auch keine Schäufele, es ist auch kein Schweinebraten und keine Weißwürst. Aber es wird auch trotzdem was sehr Leckeres werden. Ich suche mir auf jeden Fall was Leckeres raus. Da könnt ihr schon mal auf jeden Fall euch sicher sein. Petra hat kaum Erfahrung mit Perlensticken, sie findet aber die Ranch toll. Vielleicht mache ich auch mal eins, habe aber noch so viele Wips. Ja, ja, das kennen wir. Die Rina grillt nachher, das ist ja auch schön. Sehr schön. Rita und die Perlen und die Leobella müsste man da gucken. Ah, okay. Und jemand krölt die Antje. Die Antje in den Chat. Gnome habe ich genug auf Arbeit rumrennen. Ja, Antje, das ist wirklich lustig. Das kann ich auch noch unterschreiben. Um Gottes Willen. Also ich sag ja nicht Gnome, ich sag bei mir immer Pappnasen, aber gut. Alle machen die Gnome. Ja, aber was für Gnome machen die denn da? Fast alle YouTuber. Warum kriege ich denn das da nicht mit? Dankeschön, Antje, für die Glückwünsche zu Ranch. Die Rita und die Bella. Naja, okay. Ja, wie gesagt, ich verfolge nicht alle YouTuber. Die YouTuber, die ich aktiv verfolge, ist einmal die Katrin von Katrins Kreative Welt, das wisst ihr ja. Weil sie einfach so eine schöne, ehrliche Art hat. So ähnlich wie auch ich versuche, bei mir zu sein. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt, Leute. Aber ich versuche auch hier kein Blatt von dem Mund zu nehmen und ehrlich und authentisch zu sein. Das versuche ich hier auf dem Kanal zu machen.
Wem das nicht passt und wer damit nicht klarkommt, ja, okay, tut mir leid. Aber ich versuche mich hier nicht zu verbiegen und einfach authentisch zu sein. Und Katrin macht das eben auch. Und deswegen schaue ich ihre Videos so gerne. Ich finde es einfach unglaublich entspannend. Dann schaue ich Stickliesel, dann schaue ich die Stitchy Mama und immer mal wieder andere. Also ich kann jetzt hier nicht alle aufzählen. Also das sind die drei, die ich sehr, sehr regelmäßig gucke. Und die restlichen gucke ich halt immer wieder mal zwischendrin. Aber ich schaffe es nicht immer up to date zu sein. Es ist einfach unmöglich. So, was ist mit Tati? Warte mal, jetzt habe ich was verpasst. Tati mit ihrem Sale ist schuld. Ach ha, die Tati mit dem Sale ist schuld. Ist das tatsächlich so? Tati, was hast du denn da für ein Sale gemacht? Ich wollte das alleine machen. Meinst du wirklich Sale oder Sell? Also Stitch Along. Ich glaube wahrscheinlich eher Sell, oder? Stitch Along, nicht Sale. Deshalb bist du mit Scheuklappen durchs Café geschlichen. Mit Scheuklappen? Wie meinst du das jetzt, Margit? Du meinst wegen am Essen? Ach so, ja, wegen Essen. Deswegen bin ich mit Scheuklappen durchs Café geschlichen, damit mich da nichts übermannt. Oh ja, da gab es leckere Sachen in diesem Café, Leute. Ich war am Mittwoch im Café. Nee, Donnerstag war es. Am Donnerstag im Café. Boah, da hätte es leckere Sachen gegeben. Ich hätte mich am liebsten reingesetzt in diese Theke. Aber ich bin ja gerade in der Saftkur gewesen. Rina besitzt keinen Gnom. Bei uns rennen zwei Logistiker rum, die sehen aus wie Gnome. Die Antje wieder. Das bist du? Was bin ich? Ein Gnom? Man sollte sich nie verbiegen, kostet nur zu viel Kraft. Tati ist schuld. Nicht Sale, sondern Sale. Ja, das habe ich schon verstanden, denke ich mal. Man kann es eh nicht allen recht machen. Nicht hingucken. Ja, nicht hingucken. Wir haben jetzt ungefähr eine halbe, ja, ein bisschen mehr als eine halbe Runde geschafft. Auch nicht schlecht. Michael meldet sich ab, wünscht allen schönes Osterfest. Ja, dir auch. Vielen Dank fürs Dabeisein, Michael. Und dir wünsche ich ein zauberhaftes Osterfest und wir sehen uns bald wieder. Tati wollte eigentlich ein Soda-Stitch-Jahr machen, also mach ich auch. Jeden Monat ein Bild von Soda-Stitch anfangen, aber man darf hier ja nichts sagen, da wollen dann gleich alle mitmachen. Haha, ich verstehe schon. Okay, ich verstehe schon. Soda-Stitch hat viele Vorlagen mit Gnomen. Aha, daher kommt das also. Jetzt kriege ich es auch so langsam mal mit. Leute, ich kriege ja nichts mit. Ich kriege ja hier nichts mit. Ich komme ja vor. Naja, beim Rausgehen war ich zwischen dir und der Theke. Ja. Gott sei Dank, Margit, hast du es abgeschirmt. Ja, also ich kriege wirklich nichts mit und manchmal komme ich mir echt ein bisschen verloren vor. Ich weiß nicht. Ich bin immer so außen vor. Zum Beispiel beneide ich sehr Katrin und Ivy für ihre gemeinschaftlichen Streams. Ja? Und jetzt streamt ja irgendwie jeder gemeinsam. Die Celine mit der Leobella und das ehemalige Brötchen. Mit Katrinchen und irgendwie streamt jetzt jeder zusammen. Nur ich bin der einzige Smog, der hier alleine streamt. Ja, also irgendwie bin ich immer derjenige, der alleine in der Ecke sitzt. Keine Ahnung, woher das kommt. Entweder strahle ich das aus, dass ich mit niemandem was zu tun haben will. Oder die Leute haben was Besseres zu tun, als sich mit mir abzugeben. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Dabei hätte ich es mir das so sehr gewünscht, mal. Hier zum Beispiel mal einen Mod zu haben, hier bei mir im Chat oder beziehungsweise hier im Kanal. Oder auch mal mit jemandem zusammen zu streamen und solche Sachen. Aber irgendwie, irgendwie merkwürdig. Aber so ist das halt. Streamt heute noch jemand anderes, wisst ihr das? Fragt doch einfach mal wen. Ja, aber ich bin halt nicht der Typ, der da ständig irgendwie andere Leute da nervt. Also ich. Das ist auch so bei meinem anderen Kanal, Magical Games and Fiction. Ich weiß, der Kanal wäre viel erfolgreicher, wenn ich jemanden finden würde, endlich mal, mit dem ich zusammen eine Kooperation machen kann. Also ein Video, also sozusagen so gemeinsame Videos, die auf unseren beiden Kanälen sind. Das wäre super. Aber also einmal habe ich jemanden gefunden, mit dem ich gerne eine Kooperation machen wollte. Den habe ich auch angeschrieben und dann kam nie wieder was.
Ja, weil der hatte einfach keinen Bock, mit mir zusammen was zu machen. Und aus diesem Grund bin ich da so ein bisschen scheu geworden, dass ich da Leute anschreibe oder anfrage. Und wenn, dann muss ich diese Person ja schon ein bisschen besser kennen. Ja, also ich will das jetzt nicht mit einfach mit irgendjemandem machen. Es sollte schon eine Person sein, mit dem ich schon ein bisschen Kontakt hatte, vielleicht schon ein bisschen über WhatsApp Kontakt hatte oder vielleicht sogar schon mal telefoniert habe oder so. Obwohl ich telefoniere sehr ungern, muss ich dazu sagen. Ja. Das ist halt schwierig. Es ist schwierig. Ich wüsste noch gar nicht, ich wüsste noch nicht mal, wie man wirklich zu zweit streamt. Die Irina hat auch mal alleine gestreamt, ja. Es ist auch nicht schlimm. Dank euch können wir ja 2 Stunden ganz gut füllen, oder? Ich hoffe, euch ist es bisher noch nicht langweilig geworden. Es sind dazwischen drin mal ein paar weniger Leute geworden, aber jetzt sind es, ja gut, jetzt waren es gerade 35, jetzt sind es wieder 34. Bietet ihr im Discord gemeinsam Sticken an? Im Discord. Ja, Ninchen, es geht gar nicht so sehr darum, mit anderen Leuten zu sticken. Das ist gar nicht so das Thema jetzt. Das würde ich natürlich auch mal gerne machen. Da habe ich mit der Margit mich schon unterhalten, ob wir nicht bald mal vielleicht mal eine Stickgruppe in München machen wollen. Und das war ja auch ein Thema letztes Mal im Stream, ne? Wie schaut es denn aus? Stickgruppe in München? Gibt es da Neuigkeiten? Also das ist gar nicht so das Thema, dass ich jemanden finde, mit dem ich gemeinsam sticken kann. Sondern es geht eher darum, dass ich mir immer so ein bisschen alleine vorkomme, im Sinne von, alle sprechen immer ständig miteinander. Ja, irgendwie, alle machen Stitch-Buddies und gemeinsame Projekte und streamen zusammen und so. Und ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass ich da was verpasse oder dass ich irgendwas falsch mache, weil ich eben kein Stitch-Buddy habe und irgendwie niemanden habe, der mit mir zusammen streamen möchte. Und ja, komisch irgendwie. Ich weiß nicht. Das zieht sich doch mein ganzes Leben. Mein ganzes Leben bin ich schon immer irgendwie derjenige, der allein in der Ecke sitzt. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Es ist irgendwie sowas. Individualität, sagt Ball. Genau, so schaut's aus. Ich persönlich finde es besser, wenn nur einer alleine streamt. Warum denn, Ramona? Kannst du es begründen? Das würde mich interessieren. Also ich selber persönlich finde es beides gut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal an die Katrin denke, wenn die Katrin alleine streamt oder wenn sie zu zweit streamt. Ich meine, wenn man zu zweit streamt, dann wird es meistens ein bisschen alberner, ne? Da unterhält man sich oft über irgendwelchen Quatsch. Oder lacht einfach über irgendeinen Quatsch, wenn einer das Mikro ausgeschaltet hat und der andere es nicht mitbekommt oder sowas. Ja, da geht es mehr um so Belanglosigkeit. Das stimmt schon. Aber ich würde trotzdem mal interessieren, warum die Ramona das so empfindet. Muss passen, genau, Ball, das ist richtig. Margit sagt absolut nicht langweilig. Ja, das ist doch gut. Das ist doch schön. Discord war doch eine Idee. Discord wäre eine Idee. Zusammen quatschen und handarbeiten im Discord ist auch immer schön. Ja, das machen ja, das bieten ja viele an. Über Zoom ja auch, ne? Ich habe auch gehört, dass über Zoom da oft Sachen, dass es da oft Sachen gibt. Streamen ist nicht so ihrs. Margit muss erst noch was nachfragen. Oh, Margit, ich habe schon wieder vergessen, um welches Thema es gerade ging. Ach so, ja. Es ging gerade um die Stickgruppe. Ja, Margit muss noch was nachfragen, das weiß ich. Ich frage bei uns in der Kirche, vielleicht könnten bei uns im Pfarrsaal zum Sticken bekommen. Küche wäre auch dabei, sagt die Petra. Ja, hört sich doch zumindest auch schon mal gut an. Ich glaube, genug Leute, die in München an so einer Stickgruppe mitmachen wollten, gäbe es auf jeden Fall. Wenn alle das Gleiche sticken, sonst gibt es keine Buddies. Ja, das ist natürlich auch so ein Punkt. Da sind wir wieder beim Thema Gnome, ne? Wenn alle das Gleiche sticken. Da wird nicht so viel durcheinander gequatscht. Ah ja, das stimmt, ja. Wenn nur eine Person streamt, wird nicht so viel durcheinander gequatscht. Das ist absolut richtig. Da hast du recht. Es muss nicht immer um den Ernst des Lebens gehen, ja, das ist auch richtig. Ramona, nicht streichen. Warum streichen? Wie streichen? Was streichen? Was streichen wir denn? Also die Margit hat auf jeden Fall schon mal eine gute Idee gehabt. Das hat sie mir erzählt. Mal schauen, was daraus wird. Aber so eine Münchner Stickgruppe hätte ich schon echt Lust drauf. Ich meine, wir können ja auch zwei machen. München ist groß genug, dass man eine im Osten und eine im Westen macht. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Das Problem ist erstmal überhaupt eine hinzubekommen. In Germering. Ja, das wäre für mich gut zu erreichen. Welche Kirche wäre das denn? Ist das tatsächlich St. Bonifaz? Oder St. Cecilia, glaube ich, heißt sie, oder? St. Cecilia.
Da war zum Beispiel auch die Trauerfeier für meinen Schwiegervater. Also damit habe ich ein bisschen was zu tun, auch familiär. Also über meinen Mann, dessen Familie, die hat da viel damit zu tun, mit St. Cecilia. St. Martin ist es, okay. Ist das die Kirche in der Nähe der Stadthalle? Petra? Warum wohnt ihr alle immer im Westen von München? Erstmal über eine Stunde hinkommen. Naja, mit der S-Bahn ist es doch kein Problem, oder Nienchen? Genau, das ist von der Margit, was sie geplant hat oder was sie die Idee hatte, das wäre in der Innenstadt. Aber soweit ich das verstanden habe, Margit, wäre das ja einmal im Monat und es spricht ja nichts dagegen, wenn wir zwei verschiedene Treffen haben. Dann haben wir halt ein Treffen zweimal im Monat. Einmal im Monat dort und einmal im Monat dort oder so. Oder abwechselnd oder keine Ahnung. Da findet sich was. Ich finde es nur gut, dass sich da was tut und dass wir da vielleicht mal was hinbekommen. Ich fände es cool. Also alle, die nicht in München wohnen, sollen sich jetzt natürlich nicht ausgeschlossen fühlen. Wie schaut es denn bei euch aus? Habt ihr Sticktreffen organisiert bei euch in den Städten? Schreibt mal was dazu. Gibt es im Osten von Deutschland Sticktreffen? Gibt es in Köln oder in Berlin ein Sticktreffen? Wir können ja hier auch gleich so eine kleine Börse machen. Ja, also für Leute, die aus Köln kommen oder aus dem Ruhrgebiet und vielleicht sogar ein Sticktreffen suchen, die könnten ja auch fündig werden. Lage wohnt im Süden Münchens. Man kann jemanden an der S-Bahn abholen. Das stimmt ja. Das geht natürlich. Können uns alle gemeinsam an der S-Bahn treffen und dann gemeinsam zum entsprechenden Stickraum gehen. Mit dem Zug brauchst du 8 Stunden. Und sticken lernen müsste ich dann auch noch. Naja, aber so einem Sticktreffen darf man ja auch Perlensticken machen oder man darf auch Diamond Painting machen. Man müsste halt das Diamond Painting dann irgendwie mitbringen, ne? Das ist. Ich weiß nicht, kann man Diamond Painting gut transportieren? Eigentlich schon, oder? Ich meine, wenn du so ein kleines Köfferchen hast mit deinen Steinen und das Diamond Painting dann einrollst, dann geht das doch eigentlich ganz gut. Muss man sagen. Nee, ist die Bahnhofstraße vor, circa 7 Laufminuten vom Bahnhof. Ah, okay. In Thüringen in meiner Umgebung gibt es kein Sticktreffen, sagt Antje. Okay. Aber vielleicht in Leipzig. Wäre ja auch nur eine Stunde. Kann sticken, der Sano. Ja, jeder kann sticken, das ist nicht schwierig. Sticken lernen ist wirklich eine Sache von 10 Minuten. Ich werde mich bald mit Frieda zum Sticken treffen, dann sehe ich Frieda stickt live und in Farbe. Cool. Hat jemand eine Info, warum eigentlich Frieda stickt nicht mehr Brötchen heißen will? Ich meine, ich finde den Namen cool und ich finde ihr Profilbild auch ziemlich cool. Es ist sehr klassisch, sehr französisch, klassisch, künstlerisch. Mir gefällt es sehr gut. Ich bin ja so in dieser französisch-künstlerischen Ecke so ein bisschen. Zumindest vom Look her. Also nicht ich persönlich, sondern so, was mir gefällt. Deswegen finde ich das cool. Aber ich wundere mich so ein bisschen, warum sie das gemacht hat. Also, ob sie es aus einem bestimmten Grund gemacht hat oder. Ich meine, ich nenne sie ja immer Semmelstickt. Bei uns heißt es nicht Brötchen, sondern Semmel. Mir wäre beides recht, ich wohne im Nachbarort, aber es wäre auch kein Problem, in die Stadt zu fahren. Ah ja, Martina wohnt im Nachbarort von Germering. Ich wollte hier sowieso ja umziehen in Richtung Münchner Westen. Im Moment wohne ich ja direkt in der Stadt im Westen. Und dann würde ich mal Richtung Westen, so Germering, Planegg, diese Richtung würde ich gerne umziehen. Schweiz ist schwierig, sagt Ball. Ja, aber da habt ihr zumindest das Basel-Sticktreffen einmal im Jahr, ne? Von dem ja Stitchy Mama immer so schwärmt. Warst du da schon mal bei? Auf dem Basler Sticktreffen? Petra kann auch in die Stadt fahren, ja. Also ich merke schon, es ist auf jeden Fall was am Laufen. Petra, frag doch du mal bei der Kirche nach. Ich meine, wir können ja immer noch, wie gesagt, zwei Sticktreffen haben oder wir können auch das eine wieder absagen, wenn wir was anderes finden. Und die Margit fragt auch mal bei sich nach. Und wir finden da schon was. Frieda ist ein Spitzname aus ihrer Jugend, den findet sie besser als Brötchen. Okay, ja, ich finde es auch besser. Ich fand Brötchen stickt immer so ein bisschen naja, umständlicher. Ein umständlicher Name. Mir hat das mir jetzt nicht so gut gefallen. Da finde ich Frieda cooler.
Also wenn ich jetzt ein großes Haus hätte, würde ich euch ja alle einladen. Dann können wir auch abends dann grillen oder so. Aber das habe ich leider nicht. Ich wohne leider in der Wohnung, in einer kleinen Stadtwohnung. Ich hätte zwar eine Dachterrasse, auf der man grillen könnte, aber ich könnte höchstens 5 bis 6 Leute einladen. Vielleicht mache ich das mal. Vielleicht lade ich ja meine Mitglieder mal ein. Zu meinem nächsten Geburtstag oder so. Eine Idee ist es ja mal wert. Vielleicht mache ich das tatsächlich. Anfahrt müsstet ihr dann natürlich selber organisieren. Warum eigentlich nicht? Ich meine, offiziell darf ich es nicht. Man darf auf YouTube für seine Mitgliedschaften offiziell nicht anbieten, dass man sich live trifft. Also ein Live-Meet and Greet darf nicht Teil des Angebots sein bei YouTube für die Mitgliedschaft. Aber ich meine, ich kann das ja inoffiziell einfach meinen Mitgliedern anbieten. Bei mir vorbeizukommen über ein Wochenende und mit mir zu grillen, zum Beispiel. Das kann man ja mal machen. Sind hier zu viele Menschen bei? Ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen, ich selber bin jetzt auch nicht so ein Fan von diesen großen Sticktreffen. Ich glaube, die Stitch Ilonka, die macht auch öfters was in Berlin, ne? So Sticktreffen. Und ist nicht, Celine, wohnt die nicht auch in der Nähe von Berlin? Und hat die nicht auch irgendwas organisiert bei so einer kleinen Firma, die auch rahmt? Ach, apropos Rahmen, ich habe meine Stickprojekte immer noch nicht rahmen lassen. Habt ihr da vielleicht einen Tipp? Ich habe ja schon mal eine Firma rausgesucht, aber vielleicht kennt ihr ja, wisst ihr ja inzwischen eine Firma, bei der ihr selber schon mal was habt rahmen lassen und bei der ihr sehr zufrieden wart. Dann gerne mal raus damit. 100 Leute oder so, naja, das ist wirklich ein bisschen viel. Das ist tatsächlich ein bisschen viel. Kleine Gruppen finde ich besser, ja, das ist richtig. Also lieber regelmäßig, so einmal im Monat oder so, oder zweimal im Monat. Und dafür lieber kleinere Gruppen als so ein europaweites oder deutschlandweites Stick-Meeting. Da fühlt man sich dann auch immer so verpflichtet irgendwie, gell? Stitchy Mama erzählt ja da auch immer, dass sie dann Geschenke austauschen und so. Boah, ich weiß nicht. Das ist allein schon ein Grund, warum ich mich nicht hinfahren traue, weil ich dann denke, oh, ich habe da nichts dabei oder ich habe nicht genug dabei oder das, was ich dabei bin, habe, ist irgendwie nicht gut genug für die anderen und so, keine Ahnung. Da habe ich mich bei der Margit ja schon schlecht gefühlt, als wir uns getroffen haben, hat mir Margit was geschenkt und ich hatte nichts für sie. War schon, da habe ich mich schon schlecht genug gefühlt. Nienchen fährt wieder nach Basel, sehr schön. Das erste 2023 war ca. 50 Leute, mehr ließ der Raum nicht zu. Okay. Es ist ja, glaube ich, dann auch immer wieder mal ein Sticktreffen bei Zweigart, ne? Davon erzählt die Stitchy-Mama ja auch immer ab und zu, dass sie da bei Zweigart irgendwie ein Sticktreffen hat. 50 sind auch zu viel, der Lärmpegel ist zu hoch. Ja, 5 bis 10 Leute, sowas, ne? Ja, so 5 bis 10 Leute finde ich eigentlich auch eine ganz coole Gruppe. Ich meine, es können auch ein bisschen mehr sein, weil es kommen ja auch nicht immer alle. Und dann hat man so eine gewisse Abwechslung. Dann kommt man mal die wieder, dann kommt mal wieder der. Ich habe nur was für den Tisch mitgenommen und wir kannten uns alle eh aus Sindelfingen. 50 Leute und mehr sind mir auch zu viel, sagt Martina. Ja, das ist ja dann auch wirklich zu viel. Also vor allem für ein monatliches Sticktreffen wäre das viel zu viel. Also 50 Leute, das wäre definitiv zu viel. Wenn man sich dann monatlich mit 50 Leuten trifft, also. Mach dir kein schlechtes Gewissen, bitte. Das war bei mir auch total kurzfristig mit der Idee. Okay. Ja, es ist, glaube ich, einfach irgendwie immer komisch, wenn man was selber was geschenkt bekommt und man hat aber nichts als Gegengeschenk dabei. Da fühlt man sich selbst immer irgendwie so ein bisschen blöd. Auch wenn es nicht so gemeint ist vom anderen, aber es ist einfach so, dass man sich da automatisch immer so ein bisschen, ja, schlecht fühlt. Als hätte man was vergessen. Oder als hätte man was nicht beachtet. Ach so, ja, ich bin nachdem ich mit dem Faden fertig und ich wollte noch was mit euch besprechen. HSP lässt grüßen. Super laut war es gar nicht. Ich bin da migräneanfällig. Wenn es zu laut wird, war alles fein. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Vielleicht die meisten ja, aber ein paar vielleicht auch nicht. Ich habe es im letzten Stitch und Plauder erzählt. Ich habe ein kleines Designstudio gegründet,
Professor Fantasy Designs heißt das. Mein Mann ist ja Künstler, der erstellt Bilder. Wir brainstormen dort auch oft auch zusammen, sodass er weiß, in welche Richtung er vielleicht Bilder erstellen soll, die vielleicht auch für die Stick-Community interessant sind und euch gefallen könnten. Und ich erstelle dann aus diesen Bildern Kreuzstichprogramme, also Kreuzstich, nicht Kreuzstichprogramme, Kreuzstichmuster, das wollte ich sagen. Kreuzstichmuster, und diese Muster verkaufe ich über Etsy. Der Shop heißt Broff Fantasy Designs. Ich habe es nicht unten verlinkt. Aber wenn ihr mein letztes Stitch und Plauder, das müsste Stitch und Plauder Nummer 27 sein, oder? Oder Nummer 5, ich weiß gar nicht. 27 ist die Nummer richtig? Also das letzte Stitch und Plauder vom 25. März. Nee, Quatsch, 29. Ja, genau, gestern ging es online, 29. März. Da findet ihr auch einen Link zu dem Shop auf Etsy, also Prof Fantasy Designs. Und es läuft im Moment auch noch ein Gewinnspiel, deswegen erzähle ich das jetzt auch, damit ihr die Chance habt, auch noch mitzumachen, wenn ihr wollt. Dieses Gewinnspiel läuft also in dem Video, das Stitch und Plauder. Und dort habt ihr Kaufstopp, ja genau, Kaufstopp. Alle haben ja Kaufstopp, stimmt. Schlechte Zeit, einen Shop aufzumachen, gell, wenn alle Kaufstopp haben. Ist mir egal. ihr könnt ja trotzdem mal reinschauen. Und ihr könnt ja was gewinnen. Gewinnen gehört ja nicht zum Kaufstopp dazu, Antje. Du kannst ja gewinnen. Und wenn du gewonnen hast, hast du es ja nicht gekauft, sondern hast es gewonnen. Also, ihr habt die Möglichkeit, was zu gewinnen. Schaut euch nochmal mein Video an. Ganz am Schluss erkläre ich das. Ihr müsst nichts anderes machen, als unter das Video einen Kommentar zu schreiben mit dem Codewort Professor Fantasy Designs. Alles in einem Wort. Und ihr sollt schreiben, welches Bild euch besonders gut gefällt und warum. Ja, also die Begründung muss nicht sehr ausführlich sein. Das kann auch nur was ganz Kurzes sein. Wenn euch nichts Langes einfällt, kein Problem. Ich erwähne es hier nochmal, damit möglichst viele Leute die Möglichkeit haben, da mitzumachen bei dem Gewinnspiel. Ich werde dann nächste Woche Freitag, das ist dann der 5. April, werde ich eine Person zufällig auswählen und werde dann einen Kommentar unter das Video schreiben. Ich mache kein extra Video, sondern ich schreibe einfach einen Kommentar unter dieses Video und dort werde ich dann die Person verkünden, die gewonnen hat. Und ihr dürft dann gerne, also ich schreibe dann, was diese Person machen soll, und dann dürft ihr euch gerne mit mir in Kontakt setzen und bekommt dann euer gewonnenes Kreuzstichbild. Die Kreuzstichbilder sind relativ groß. Also mein Konzept ist Full-Coverage-Bilder, relativ große, farbenfrohe teilweise und manche auch nicht so farbenfrohe, auf jeden Fall Full-Coverage-Bilder. Mit immer so ungefähr um die 400.000 Stiche. Das ist so das Ziel, an dem ich mich orientiere. Bilder, die jetzt nicht so detailliert sind, die werden ein bisschen kleiner werden. Und Bilder, die besonders detailliert sind, die werden vielleicht auch ein bisschen größer werden. Also nicht ganz so groß wie bei Heaven and Earth, aber ähnliches Konzept. Hab gestern mal ge geguckt. Etsy, sind wirklich schöne Bilder dabei. Dankeschön, Stefanie. Schade, dass meine Ex-Schwägerin ihr Café hier in Gießen nicht mehr hat. Das wäre ideal gewesen, sagt die Martina. Ah ja, also jetzt nicht wegen Professor Fantasy Designs, sondern wegen der Stickgruppe. Das stimmt, ja, das wäre cool. Gewinnen ist super. Ja, genau. Also jeder, der einen Kaufstopp hat, darf natürlich auch trotzdem was gewinnen. Das ist klar. Und ich sage ja nichts zum Kaufstopp. Jeder darf ja Kaufstopps machen, wie er wollt, ne? Aber wundert euch nicht, wenn nächstes Jahr Heaven and Earth pleite ist, wenn ihr alle Kaufstopp macht. Ja. Gewinnen ist immer super, sagt Margit. Vielleicht kannst du noch ein paar Kleinigkeiten einstellen. Nur so als Idee. Du meinst Kleinigkeiten mit kleine Bilder? Das meinst du mit Kleinigkeiten? Ja, mache ich absichtlich nicht, Desano. Weil das Konzept von Professor Fantasy Designs ist wirklich relativ große, also jetzt nicht übertrieben große, aber relativ große, farbenfrohe Full-Coverage-Bilder. Das ist das Konzept. Ich werde auch ein paar kleinere Bilder machen, weil ich auch noch ein Projekt im Hinterkopf habe, über das meine Mitglieder schon Bescheid wissen, weil ich das im Mitglieder-Livestream schon ein bisschen gespoilert habe. Bei euch dauert es noch, bis ich es euch erzähle, dauert es noch so 2 Monate ungefähr, schätze ich, 2 bis 3 Monate. Dann werde ich euch dieses Geheimnis verraten und dann wird es vielleicht auch ein paar kleinere Projekte bei Professor Fantasy Designs geben.
Bei deinen Designs wäre es ideal, wenn du die Bildgröße und Stichanzahl mit angeben könntest, damit man eine Vorstellung davon hat, wie groß es ist. Martina, du musst einfach nur den Text lesen. Bei Etsy gibt es einen Text. Also nicht nur die Bilder angucken, sondern den Text anschauen. Und im Text steht, wie viele Stiche es sind und sogar, wie groß das Bild wird auf 14 cm, auf 18 cm und auf 25 cm. Und zwar sowohl in Zentimetern als auch in Inch. Da musst du nur den Text lesen. Der Text zum jeweiligen Bild. Ich meine, wenn das ein Problem ist und das tatsächlich von vielen nicht gesehen wird, kann ich das als Bild natürlich auch noch mit reinmachen, diese Information. Ja, ist kein Problem, mache ich. Genau, in der Beschreibung. Aber diese Beschreibung, die nehmen vielleicht auch nicht immer alle wahr. Gerade wenn man es mit Handy anschaut, sieht man diese Beschreibung vielleicht nicht. Ja, ich weiß nicht. Also sagt mir gerne, soll ich tatsächlich diese Bild-Infos auch nochmal als Bild mit reinmachen? Ist das einfacher? Ich meine, Heaven and Earth zum Beispiel, an denen habe ich mich so ein bisschen orientiert bei der Gestaltung, die machen das zum Beispiel nicht. Die haben aber auch eine eigene Homepage. Die verkaufen ja nicht über Etsy, sondern die haben eine eigene Homepage. Und da, also hatte sonst noch jemand Probleme? Oder hat sonst noch jemand das vermisst und hat es nicht entdeckt? Oder war das jetzt ein Einzelfall und ich kann mir das sparen? Weil für mich wäre das natürlich schon viel Arbeit, da immer ein extra Bild zu erstellen mit den Infos. Ich meine, ich kann es schon machen, ja. So viel Arbeit ist es auch wieder nicht, aber wenn es nicht nötig ist, würde ich es gerne, mir gerne sparen. Sagen wir mal so. Also gerne mal in die Kommentare, in den Chat kurz reinschreiben, wie ihr das seht. Ja oder nein? Bildinfos als Bild mit rein oder unnötig? So. Dann vernähe ich mal. Ein letztes Mal für heute. Ja, wir sind auch heute schon wieder einiges vorangekommen hier bei diesem Projekt. Für alle, die kein Perlensticken haben wollten, sondern lieber Kreuzstich, beim nächsten Mal machen wir wieder Kreuzstich, ich verspreche es euch. Ist versprochen, aber heute war es für mich einfach, es war leichter, dieses Perlenstick aufzubauen, als das Kreuzstich aufzubauen, weil ich ja gerade das mit diesem Rahmen und dem Lobbystand und so, gerade alles umbaue und hier alles neu ist und so. Also ich hoffe, ihr verzeiht, dass es heute mal keinen Kreuzstich gab, sondern Perlenstick im Livestream und auch in den letzten Videos ist immer mal wieder Perlenstick gab und nicht so viel Kreuzstich. Aber es wird wieder Kreuzstich geben, keine Angst, auf jeden Fall hundertprozentig. So, wir sind jetzt hier angekommen, wir haben hier angefangen und sind hier angekommen, also wir haben ungefähr fast drei Viertel, mehr als zwei Drittel, zwischen zwei Drittel und drei Viertel einer Rundung geschafft. Ja, das ist doch cool. Hier sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hier sind es 11. Hier sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hier sind es 15. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hier sind es 17. Und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hier sind es 12. Also ihr seht, es ist nicht ganz symmetrisch gemacht. Aber so zwischen 11 und 17 Runden noch, bis wir dann mit diesem Bild so weit sind, dass wir nur noch die Ecken ausfüllen müssen. Also nur noch in Anführungszeichen, das wird auch noch ein Haufen Arbeit werden. So, dann schaue ich mal, was ihr noch geschrieben habt. Ich verabschiede mich schon mal von euch, also dürft ihr gerne dann auch euch schon mal verabschieden. Wir werden das demnächst im Stream beenden. In der Beschreibung mit den Größen hat sie sich angeschaut, Irina. Ja, dann passt es ja. Da gibt es eine Schaltplane zum Anklicken für die Informationen. Auf Weiterlesen klicken. Okay, gut, 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 gut. Also die meisten haben es gesehen, dann passt es ja. Die Bilder sind toll, aber ich habe genug Stickvorlagen. Ja, verstehe ich, Rosemarie. Ich habe auch erst gedacht, aber den Text aufklappen. Okay. Nee, musste nicht. Wenn ich nicht richtig schaue, bin ich selber schuld, sagt Martina. Ich habe es in der Beschreibung gefunden. Ich denke, das reicht. Dann wird das Bild auch mal fertig. Ja, das Bild wird irgendwann auch mal demnächst fertig. Dann wird es schön.
Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Euch auch noch einen schönen Rest Samstag und dann natürlich schöne Ostern. Ja. Danke Rina, Petra, Ball, Margit, Antje, Manuela, Desano. Vielen Dank an alle, die sich am Chat beteiligt haben. Ihr habt das natürlich besonders bunt gemacht, unser Programm heute. Und mit euch hat es besonders viel Spaß gemacht. Ja, Melanie, dir auch noch ein schönes Osterfest. Fleißige Sticken, genau. Ich hoffe, ihr kommt gut zu was ihr euch vorgenommen habt und könnt ihr vielleicht auch mit eurer Familie ein bisschen Zeit verbringen, aber auch mit euren Hobbys. Und für alle, die nächste Woche noch Urlaub haben, wünsche ich euch auch noch einen schönen Urlaub. Oh ja, es kommen ja auch Herzen hoch. Ich sehe schon die Herzen. Da schicke ich doch auch mal ein paar Herzen. Leute, vielen, vielen Dank für eure Herzen und ihr kriegt auch gleich ein paar Herzen zurück. 23 Magikbewertungen, danke auch dafür. Also vielen Dank fürs Zuschauen und Nachteulen-TV nicht vergessen. Was ist denn Nachteulen-TV? Jetzt bin ich schon wieder total überfragt. Margit, du bringst mich immer irgendwie total in die Bredouille. Nachteulen-TV. Keine Ahnung. ja. Gut, jetzt bin ich voll aus dem Konzept. Ja, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Also nächste Woche Freitag wird wieder Stitch und Plauder online gehen. Wenn ihr noch mitmachen wollt bei dem Gewinnspiel, schaut ins letzte Stitch und Plauder rein und macht mit. Sehr gerne. Und wir sehen uns dann in dem nächsten Video, habe ich gerade schon gesagt, oder dann im nächsten Livestream. Ach, Celine macht Nachteulen-TV. Ah, verstehe. Celine macht heute Abend. Gut, okay, dann weiß ich auch Bescheid. Dankeschön. Immer am Samstagabend ab 22 Uhr. Oh ja, das ist spät. Das ist wirklich Nachteulen-TV. Das kann man wirklich so sagen. Ja, dann viel Spaß beim Nachteulen-TV, wenn ihr vorbeischaut. Sagt Celine liebe Grüße von mir, weil ich werde wahrscheinlich keine Zeit haben. Und wir sehen uns dann bald wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Valete, sagt euch euer Professor Fantasy. Tschüssi.